da ich ja für die Datenschutzkontrolle zuständig bin, Herr Bockenzieher. Sie sind die Expertin und nicht ich. Ich kenne mich nicht mit Die Datenschutz Daten aus. werden doch geschützt. Wie werden die denn Ist das besser, geschützt? dass sie überall rumlaufen? Weiß ich nicht. Vielleicht manche Natürlich Daten, nicht. vielleicht brauchen manche Daten Auslauf. So, als Special für Folge 50 habe ich bei den Anrufen mal nur die Pausen weggeschnitten. Wem das zu langwierig ist, der kann sich einfach die Videos von den letzten Wochen angucken. Für Neueröffnung zum Frechen Fest, da gibt es auch für die ersten 5 Minuten mittlerweile Untertitel, dass man versteht, was ich sage. Mieter gewechselt, Herr Bockenzeter, und wir haben Ihnen versprochen, dass wir uns melden, wenn wir Ihnen die Energiekosten wieder senken können. Ach cool, dann war das Ihr Kollege, ne? Mit dem wir beim letzten Mal den Wechsel gemacht haben. Wahrscheinlich. Ich Ich glaube, weiß das auf war jeden der. Fall nicht. Sagen Sie ihm Hallo von mir, das war der Herr Schwanz. Ich weiß Okay. nicht, kennt. Ich meine, vielleicht, Sie haben ja Ja, wir sind wahrscheinlich mehr ja als eine hier Abteilung. verschieden. Ja, genau, Ach richtig. so. Also ich kenne ja auch nicht alle meine Kollegen. Aber ich kann mich ja mal umhören. Ja, also wenn Sie den Sind Herrn Sie denn Schwanz jetzt. sehen, dann sagen Sie ihm Hallo von mir. Okay, sind Sie denn jetzt gerade auch zu Hause? Sie rufen meine Festnetznummer an. Also ja. Kann ja auch sein, dass es im Büro ist. Also manchmal, man Ja. erlebt die skurrilsten Sachen hier. Deswegen. Mein Zuhause ist ja quasi mein Büro. Okay, cool. Na, auf jeden So. Fall schauen wir jetzt wieder zum optimalen Sparmieter für Ihre Region in Budjadingen. Ja, die Mit wie Aussprache vielen ist etwas Personen? schwer, das tut mir leid für Sie. Ja, kein Problem. Mit wie vielen Personen leben Sie denn aktuell im Haushalt? Ja, ich bin halt hier und meine Freundin ist unregelmäßig hier. Okay, weil man rechnet ja mit 1200 Kilowattstunden für eine Person. Wissen Sie noch, was Sie letztes Mal, wie viele Kilowattstunden Sie angegeben haben? Angegeben. Haben Sie nicht die ganzen Daten noch, wenn wir das beim letzten Mal gemacht haben? Können Sie da nicht einfach in Ihre Akten schauen? Nee, leider nicht, weil wir haben ja Datenschutz. Aber Sie müssen meine Daten ja nicht vor mir schützen. Das stimmt, aber da kann ich trotzdem nicht einsehen. Okay, Das Einzige, was ich hier vor mir sehe, das ist Ihr Name, Ihre Straße, Ihre Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und Ihr Geburtsdatum. Alles andere kann ich nicht einsehen. Und weil es Ah. ja sowieso jedes Jahr unterschiedlich ist, was Sie verbrauchen, weil es ja nicht jedes Jahr der gleiche Verbrauch ist, frage ich da immer nochmal nach. Ach so. Musste ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich das nicht im Kopf auswendig weiß. Okay, Aber das ist ich auch nicht so meine, wenn man schätzt, so Freundin ist unter der Woche da, also 5/7, so. Das heißt, ich selber 1200, die Freundin 5/7 von 1200, da müssen wir auf eine gute Schätzung kommen. Aber wenn Sie wollen, gucke ich das auch richtig nach. wäre perfekt. Okay, oh, da muss ich wieder suchen. Ich Ich kann mich auch verstehe. gerne beiseite legen. Ach, ja, ich könnte sie schon zur Seite legen, aber ich habe zum Glück so ein kabelloses Telefon. Das heißt, ich kann sie einfach mitnehmen. Aha. Okay. Ist das nicht toll? So, mal gucken. Einfach Jahresabrechnung oder Kontoauszug? Genau, Schönes. einfach eine Jahresabrechnung. Das muss auch keine aktuelle sein. So ein ungefährer Verbrauch, den Sie einmal hatten, der reicht schon aus, weil, wie gesagt, mit jeder Jahresabrechnung ist der Verbraucher ja ein anderer. Ich höre bei Ihnen Die ganz Ver viele Geräusche im Hintergrund. Wie Können Sie bitte? es ein bisschen. Ich höre ganz viele Störgeräusche bei Ihnen im Hintergrund, so laute Menschen oder so. Ja, die Musik läuft natürlich ja auch, ne? Können Sie die ausmachen? Ja, aber dann finden Okay, das meine danke. Kollegen, glaube ich, nicht so cool. Ja, machen Sie. Solange Sie mich hören, ist doch alles in Ordnung, oder? Solange Sie mich hören, ist doch alles in Ordnung, oder? Michelle? Was für eine Michelle? Da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Michelle ist in Ordnung, haben Sie gesagt, oder? Wer ist Nee, Michelle? solange Sie mich hören, ist doch alles in Ach Ordnung. so, Sie meinen so lang. Ah, mich. Okay, jetzt. Ja, sorry, Ihr Dialekt oder so. Ich habe nicht so oft hier. Hier oben reden die ganzen Leute Plattdeutsch. Klingt da ein bisschen anders. Okay. Jo. Sehr gut, aber ich verstehe Sie ja auch. Ja, ich rede ja auch Hochdeutsch. Soll ich Plattdeutsch reden? Weihnachtsmann, kick mir an. Litschen Puppen heute sagt Binnigmann. Fail to sagen, hab ich nick. Weihnachtsmann, vergeb's mir nix. Das war Plattdeutsch. Haben Sie was davon verstanden? Vergesse ich nichts. Nee, habe ich nicht verstanden. Nee, so reden die hier alle. Ist voll schlimm. Vor Okay. allem die alten Leute.
Ja, meine Oma redet auch noch so. Da versteht man die gar nicht. Da lächelt man dann doof und nickt ein bisschen und dann. So, jetzt mal hier gucken. Meine Freundin hat das nämlich letztens alles so richtig schön sortiert mit Ordnern und dem ganzen Bürokram. Da blickt sie Sehr sehr viel gut. mehr durch als ich. Aber schade, dass sie den Herr Schwanz nicht kennen, weil der war echt super. Also der hat mir alles so gesagt, der hat mir das gut erklärt und so. Der war eigentlich, kann ich nicht so positive Review über ihn da lassen. Ich kann es ja mal meinem Chef erzählen. Okay. Sind Sie jetzt enttäuscht? Sie sind nicht ganz so enthusiastisch darüber, wie ich gehofft hätte, aber es ist schon okay. Ist ja nur ihr Job. Sie zwingt sie ja niemand. Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Ach so, wenn wir erstmal richtig anfangen, dann wird's auch besser sein, ne? Ah, ich mag den Anruf jetzt schon. So. Ah, ich hab mal hier die Kiste. Die ist voll schwer. Wissen Sie, wie viel Papier wiegt? Das ist richtig viel. So, wenn man so mal eine Kiste Papier zum Tragen hat und die dann in die Stube bringen muss, dann geht voll auf die Arme. Ich will jetzt nicht rumheulen, aber das ist schon Kraftarbeit. Ja, ein bisschen Training schadet keinem, ne? Ja. So. Das war echt laut bei Ihnen. Stört Sie das nicht, wenn die ganze Zeit so laut ist? So Lärmbelastung. Nö. Also ich weiß nicht, warum Sie das so laut empfinden. Also ich empfinde das gar nicht jetzt laut. Ja, Sie haben wahrscheinlich Kopfhörer auf, oder? Natürlich. Ja, Ihr Aber Mikrofon hat keine Kopfhörer auf. Das heißt, natürlich empfindet Ihr Mikrofon das lauter als Ihre Ohren. Das ist doch logisch. Ach Ja, so müssen Sie mal Mikrofone mit Kopfhörer. Wissen Sie was, wenn Sie zu Ihrem Chef gehen und sagen, dass Sie den Herr Schwanz sehr toll fanden oder dass er gut ist, dann sagen Sie ihm auch, dass er mal gescheite Mikrofone mit Kopfhörern integriert kaufen soll, okay? Ja, sag ich dem. Okay, gut. Weil das, ich glaube, wenn so weniger Hintergrundgeräusche sind, dann kriegt man auch nicht so Kopfschmerzen davon. Als Angerufener, vielleicht. Ich kenne mich da ja nicht so aus, ne? Sie meinen ja. Aber ich habe hier, also mein Mikrofon zu Hause hat auch Kopfhörer drin und dadurch ist es dann ganz toll. So, hier habe ich's. Also, Verbrauch habe ich hier aufgeschrieben, so 2100 Kilowattstunden. Okay, gut. Dann schaue ich da mal kurz für Sie Also, rein. Bei welchem Anbieter ist das momentan? pro Jahr, nicht pro Monat. Ja, das dachte ich mir schon fast. Sonst wäre es Ah, echt sind Sie ein sehr schlau. hoher Verbrauch. Ja, wir sind ja kein Fußballstadion mit riesigen Leuchtern oben dran. Ja, wir Okay. sind bei iPrimo, Bei welchem An bei glaube ich. Primo, Oder okay. Vattenfall? Ich muss nochmal gucken. Ich habe jetzt einen Zettel gefunden, wo ich mir den Verbrauch aufgeschrieben habe. Ja, iPrimo oder Vattenfall sind wir. Okay, gut. Dann schaue ich da mal kurz hier rein. Boah, ihre Mitarbeiter schreien aber teilweise im Hintergrund die Leute an. Das ist ja echt nicht. Ja, das ist ein Kollege von mir. Wissen Sie was? Stupsen Sie den mal an und sagen Sie, mein Kunde fühlt sich von Ihrem Schreien belästigt. Fühlt sich von deinem Schreien belästigt. Ja, Was hat er interessiert ihn gesagt? auch gar nichts, hat er Will gesagt. er sich bei mir entschuldigen? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Fragen Sie mal. Der ist gerade selbst im Gespräch. Kann Ach ich jetzt so. gerade nicht Nee, stören. dann will Können wir ich ihn gar gleich nicht. machen. Machen wir gleich. Okay, gut. Dann wollen wir ja So, vergleichen. zunächst an, genau, sehe ich in Ihrer Region, dass der optimale Sparmieter die Leckerenergie. Decke. Oh, das Das klingt ja toll. Puh, ich habe auch ist Hunger, aber. auch. Ja. Das ist ein Grundversorger, der sitzt in Berlin, Grundversorger der Region Heinsberg. Da werden Sie wieder als Neukunde begrüßt mit einem Arbeitspreis von nur 24,89 Cent brutto für die Kilowattstunde und der Grundpreis liegt hier bei 8,32 Euro.
Das heißt, Sie zahlen dann für die 2100 Kilowattstunden eine Jahresendabrechnung von nur noch 623 Euro brutto im gesamten Jahr. Brutto ist ja klar, also inklusive aller Steuern, ne? Ja, ich muss mir das immer mit dem Alphabet merken. Brutto vor Netto, weil B vor N. Das ist voll die Eselsbrücke. Genau. Ja. Sehr gut. Genau, das heißt inklusive allem. Wichtig ist natürlich auch für Sie, die Konditionen bleiben dieselben wie aktuell. Das kennen Sie ja bereits alles. Keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellungskosten. Ich kenne es Und auch... nicht so gut. Das hat also meine Freundin hat da eher mit Herrn Schwanz zusammengearbeitet. Das war nicht ich. Das heißt, sie Ach müsste so, mir das... okay. Also ich kann Ihnen entweder meine Freundin geben, aber die wird dann nur neidisch. Nee, ist ja nicht so schlimm. Also wie gesagt, Okay. es gibt keine Vorauszahlung für Sie, keine Kaution oder Umstellungskosten. Sie werden Okay. hier mit einer Preisgarantie von 2 Jahren begrüßt. Das heißt, die Preise bleiben dann auch für 2 Jahre stabil. Und Okay. vor Ablauf der Preisgarantie melden wir uns dann genauso wie heute wieder bei Ihnen, um Ihnen wieder den optimalsten Sparanbieter für Ihre Region rauszusuchen. Cool, Das dann Beste ist wen dann auch für noch? Rufen Sie dann wieder an oder jemand anderes oder Herr Schwanz oder wer macht das? Das kommt drauf an. Ne, das weiß ich jetzt leider nicht. Oh, schade. Ja. Vielleicht können wir es das einrichten, dass ich dann nochmal anrufe, wenn Sie möchten. Wäre kein Problem. Ach so, ja, also. Oder lieber der Herr. Genau, Mir egal. Auf jeden Fall Achso, das Beste für. nee, sagen Sie ruhig, ich höre mir Ihren Vorschlag gerne an. Wen wollten Sie? Nee, schon gut. Nein, Das nein, Beste sagen ist Sie, für es Sie, ist dass wirklich Sie. okay, ich denke nicht schlecht oder so, sagen Sie ruhig Ihre Meinung. Ich meine, ich mag Sie als Anruferin, aber wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, können Sie mir den ruhig sagen. Ja, vielleicht können Sie mit dem Herrn Öztürk reden, der ist ein bisschen cooler drauf. Ah, okay. Ja, dann vielleicht beim Ja, nächsten Mal also. mit Herrn Öztunk und dieses Mal mit Ihnen. Genau. Das Gut. Beste ist für Sie, Sie selber müssen dann halt nichts machen, weil das für Sie Kundenservice ist. Das heißt, wir stellen Ah. Sie schnellstmöglich auf den günstigen Spartarif um. Sie selber müssen also nichts machen. Und Sie bekommen das Ganze schriftlich in Form der Auftragsbestätigung wie damals dann auch nach Hause. Prüfen es dann gerne noch einmal mit Ihrer Freundin, vergleichen es auch mit Ihren Unterlagen. Und wenn dann alles so stimmt, wie von mir erklärt, Sie haben die Ersparnis und die Preisgarantie, dann heften Sie das Ganze zu Ihren Unterlagen ab und um die Wechselformalitäten kümmern wir uns dann wieder für Sie. Okay. Also Sie selber haben damit. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die man da beachten muss? So Unterschiede zwischen Leckerstrom und meinem jetzigen? Ich meine, schmeckt der Strom dann anders oder muss ich irgendwie aufpassen mit meinen Geräten, dass sie nicht explodieren oder so bei der Nee. Umstellung? Nicht? Okay. Da ändert sich gar nichts für Sie. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Rechnung am Ende des Jahres dann von der Leckerenergie kommt und Sie weniger für Ihren Strom zahlen. Aber alles andere, das bleibt dann halt so wie gehabt. Das ist ja quasi Win-Win-Win, richtig? Wie bitte? Das ist ja quasi Win-Win-Win. Ge jeder gewinnt irgendwie so. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall. Warum lachen Sie Das jetzt? Licht. Nee, Sie sind lustig. Ja, ich weiß. Danke. Also, das Licht ist so, dass ich auch nicht dumm Sie sind plaudere. auch lustig. Das muss ich auch Ja, sagen. Also, finden Sie? ja, schon ein bisschen. Also, ich meine, so Stand-up würde Ihnen liegen. Ich mache ja manchmal so Poetry Slam. Kennen Sie das? Ja, das kenne ich. Ja, das wird Ihnen doch bestimmt auch. Ich meine, sagen Sie mal was Lustiges, so vortragsmäßig, hä? Ja, da fällt mir nichts so ein. Ich bin leider nicht so kreativ. Also auch in meiner Zeit in der Schule, dann hatten wir auch so einen Kurs, da musste ich auch so einen Poetry Slam machen und das hat mir echt nicht gelegen. Ich höre mir Okay. das lieber an und lache darüber, das ist dann besser. Ja, das ist ja auch eine Art von Humor. Genau, richtig. Also wie gesagt, Sie bekommen Gut. das Ganze Ja. dann schriftlich nach Hause, prüfen es dann auch gerne noch einmal und wenn dann alles so stimmt, heften Sie es einfach beiseite und um die Wechselformalitäten kümmern wir uns dann für Sie. Oh, Service. Das finde ich immer gut, wenn es Adresse guten Customer Service gibt. des. Das Gute ist, nee, die Adresse, das ist noch die Hohe Straße 69, ne, das ist richtig. Ja. Und da läuft der Strom bei Ihnen dann auch über einen Stromzähler. Also Ich für Ihre weiß, also Wohnung haben Sie nur einen Zähler, wir ne? haben so einen Dingsraum dafür. Ich kann nachgucken, ob da. Aber ich glaube, das ist ja hier eine Hälfte. Also das ist ja nicht ein ganz. Wir haben ja nicht ein ganzes Haus für uns hier. So reich Hm, sind wir dann dann auch läuft nicht. auch über einen Stromzähler. Aber die Wohnung läuft über unseren Stromzähler schon. Ja. Okay, super. Dann benötige ich dann nämlich einmal die Stromzählernummer. Okay. Wie steht die am Zähler dran? Genau, entweder am Zähler oder auf einer Rechnung von Eprimo oder Vattenfall, bei welchem Anbieter Sie da gerade auch sind. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich kurz zum Zähler gehe, als wenn ich jetzt hier den Karton durchsuche nach der Nummer. Ja, Dann mache ich okay. das mal. Ist Ihr Kollege schon bereit, sich zu entschuldigen? Nee, eher nicht. Müssen Sie behalten Sie. Oh, ich bekomme gerade noch einen Anruf. Hallo? Hallo? Hallo?
Hat das jetzt geklappt? Mein Telefon ist ein Einen bisschen wundersch komisch. Ja? Einen wunderschönen Tag an dieser Frau nochmal parat. Ich rufe Sie von der Medienwelt. Burkhardt-Peter Olaf hätte Ja? ich gern gesprochen. Ja, Schön, können Sie. dass ich Sie persönlich erreiche. Aber ich bin gerade schon Herr im Gespräch. Burkhardt-Peter. Ja? Ja, bitte. Nee, nee, ist okay, sagen Sie Ihren Satz fertig, aber beeilen Sie sich. Es wartet noch eine andere Dame auf mich. Also, es geht um Ihre Eintragung im Internet. Da haben Sie sich vor einiger Zeit bei Einkaufsgutschein-Gewinnspiel eingetragen gehabt und diesbezüglich wollte ich mit Ihnen sprechen. Haben Sie 10 Minuten Zeit für mich? Was wollen Sie denn mit mir besprechen? Sie sind unter den letzten 20 Finalisten ausgelost, Herr Bockenzeter, und das muss ich mit Ihnen besprechen. Ach so. Ja, ich rede gerade mit einer Frau, die Energiewechsel machen will. Sagen Sie mal Hallo. Hallo? So. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen von Ihnen bevorzugen. Machen Sie einfach unter sich aus, wen von beiden mit wem ich zuerst rede, okay? Das ist gerade Ihr Ernst? Ja, ich will Sie nicht bevorzugen. Ich fühle mich dann immer so sexistisch. Herr Buchenfeder, das ist Ihre Entscheidung, mit wem Sie sprechen möchten. Qualitätskontrolle der TTA, erstmal schönen guten Tag, hallo. Also entweder führen wir das Gespräch jetzt wie Erwachsene weiter oder wir beenden das Gespräch, weil dafür ist uns unsere Zeit zu schade. Das ist verständlich für Sie. Dann, perfekt. Wünsche ich Ihnen alles Wo Gute weiterhin. Sind Sie Ja, denn auf Wiederhören. gelandet? Okay, dann rede ich mit Ihnen weiter. Ich habe jetzt dem anderen aufgelegt, der war mir zu unfreundlich. Okay. Tut mir leid für die Also, Unterbrechung. Ich bekomme hier einige Anrufe am Tag. wie viele Leitungen haben Sie denn? Eine, aber unser Telefonsystem kann die nicht unterscheiden, deshalb legt es die immer so komisch zusammen. Kann ich nichts für. Aha, okay. Okay, gut. Also, wie gesagt, Sie sind jetzt in den letzten 20 Finalisten ausgelost und in der großen Finalziehung, die in 2 Monaten stattfinden wird, sind Sie auch mit dabei. Sie haben Und sich das klingt bei ja toll. Einkaufsgutschein-Gewinnspiel eingetragen Ja. und Sie haben sich mit der Adresse Hodersdijk 69 in 26969 Butjadingen eingetragen, ja? Ja, ich glaube, Sie haben die Straße einfach falsch ausgesprochen. Das spricht man Hodersdijk aus. Hodersdijk, okay. Also Hodersdijk. Hodersdijk. Okay, gut. Oh, der ist Dirk, okay. Ja. So, und geboren sind Sie am 6.9.1996. Genau, jung wie eine Tulpe Okay. bin ich. Okay, super. Und bevor ich jetzt weiter mache mit den Preisen, möchte ich Sie etwas Preise, fragen. das klingt Sind Sie toll. noch Schüler oder haben Sie schon ein Einkommen über 300 Euro? Natürlich habe ich ein Einkommen. Ich bin 19. Okay, Müssen Sie mal gut. Also nachrechnen? dann. Weil das ist auch die Bedingung, dass Sie auch bei einer kostenlosen Preisausschreibung mit teilnehmen können, dass Sie ein Einkommen schon haben. Ja, Mensch, habe ich Weil aber. wenn Sie ein Schüler wären, Ja. dann hätten Sie dann Schwierigkeiten mit der Finanzamt bekommen, denn Gewinnsteuern und Gebühren werden dann auf Sie zukommen. Okay, Ja, bin so, ich ja froh, dass ich kein jetzt, Schüler mehr bin. okay, gut, so. Jetzt komme ich zu den Preisen. Der Ja, erste Preis, ein spannend. Und diese BMW Trommelwirbel, das M3. macht es immer viel spannender. Okay, also der erste Oi. Preis, ein BMW M3 oder 102.000 Euro in bar. Was darf ich hier eintragen? Ah, es ist schwer. BMW ist schon eine schicke Karre, ne? Was würden Sie denn nehmen? Also ich mag kein BMW. Da würde ich das Geld nehmen. Okay, dann machen wir das. Okay, gut. Ich Zweiter vertraue da. Platz, Sie haben da Audi. wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich, so mit Gewinnspielen, oder? Wenn Sie das den ganzen Tag Also ich machen. arbeite ja so, ja, okay. Das muss doch auch ein zweiter Traumjob Platz, sein, wenn man den Audi. ganzen Tag Menschen beschenken kann. Das würde ich auch gern machen. Okay, also das ist auch schön, ja, da haben Sie schon recht. Ja. Zweiter Platz, Audi Q3 oder 55.000 Euro? Wissen Sie, wie viel der Q3 normalerweise kostet? 55.000 Euro? Ja, dann auch's Geld. Auch das Geld, okay. Und dritter Preis, wo Sie sich dann zuletzt entscheiden können, ist eine Einbauküche von Siemens oder 20.000 Euro. Sicher, dass es eine Einbauküche war? Ich meine, im Gewinnspiel, wo ich teilgenommen habe, stand zwei Bauküche. Soll ich die Küche eintragen oder soll ich Bar eintragen? Ach so, es gibt auch eine Bar. Ja, Bars sind viel cooler als Küche. Dann Bar. Gut, habe ich eingetragen. So, vierter Preis, 10.000 Euro. Fünfter Oh, Preis, das ist 5.000 voll Euro. viel. Und vom 6. bis zum 20. gibt es verschiedene Gutscheine, jeweils im Werte von 1.000 Euro, in Form von Reisegutscheine von TUI Warten Sie und von mal. Ex.
Verstehe ich Sie gerade richtig? Ich habe schon mindestens 1000 Euro gewonnen. 1000 Euro als Wertgutschein, ja. Das ist ja geil. Warum fangen Sie damit nicht an? Cool. Okay, also danke. Das muss ich auch zum Schluss sagen, weil vom 26. gibt es ja die diversen Gutscheine. Also entweder reisen, tanken oder einkaufen können Sie für 1000 Euro. Und das steht ja, das Ihnen, wie gesagt, fest zu. Es kann mehr werden, nicht weniger. Das ist ja toll. Ich finde es auch gut, dass es diverse Gutscheine sind. So politisch gesehen bin ich immer für Diversifizierung und nicht so für Antiversifizierung. Das finde ich gut. Okay, gut, Herr Bockenstedter. Herr Bockenstedter, jetzt komme ich zu einer wichtigen Sache. Es geht um Gewinnsteuern und Gebühren. Sie wissen selbst, dass Gewinne in Deutschland bis zu 500 Euro steuerfrei sind. Ab 500 Euro müssen die leider versteuert werden. Und 25% des Gewinnes wird versteuert. Und das ist auch hinfällig, weil wir auch Sponsoren mit dabei haben, die auch die ganzen Preise finanzieren und auch ihre Steuern und Gebühren für sie übernehmen werden. Machen Sie allen Ihren Kunden immer so Angst, dass sie erst sagen, vielleicht Preis, aber dann stellt sich raus, dass es mindestens 1000 Euro Gutschein gibt und jetzt vielleicht Steuern zahlen, aber dann stellt sich raus, dass sie dafür Sponsoren haben. Herr Bockenstedter, möchten Sie Ihren Gewinn entgegennehmen das Gespräch hier natürlich beenden. Möchte ich den entgegen... Sorry, ich bin bloß super aufgeregt. Okay. Wissen Sie, wie viel Geld das für mich ist? Ich bin doch nur... Ja, natürlich, das ist, mal 19. Das ist eine Menge Geld. Und diesbezüglich mache ich auch keinen Spaß. Nee, das ist eine ganz ernste Sache. Okay. Ja, warum sagen Sie dann sowas wie, als würde ich das nicht annehmen wollen? Oder müssen Sie das sagen, weil es Protokoll ist? Also Sie hören sich jetzt so an, als ob Sie das nicht ganz ernst nehmen würden. Deswegen habe ich das so gesagt. Um Gottes Willen. Nein. Um Gottes Willen. Wenn Sie gerade mein Herz fühlen könnten, das schlägt bis nach Russland. Zur Svetlana. Okay, gut. Dann werde ich nochmals fortfahren. Also wir haben Sponsoren dabei, die die ganzen Preise finanzieren und auch ihre Steuern und Gebühren für sie übernehmen werden. Unsere Sponsoren sind die deutschen Verlagshäuser dieses Jahr. Jeder Finalist bekommt von den Verlagshäusern als Sponsor eine Zeitschrift ihrer Wahl für 12 Monate kostenpflichtig. Müssen sie zweimal halbjährlich bezahlen. Und die Zeitschrift bezahlt all ihre Steuern und Gebühren für sie. Die macht ihre eigene Werbung. Sie bekommen ihren Gewinn 100%ig steuerfrei. Und wir haben dann einen Nachweis des Finanzamts, dass der Herr Bockenstedter Olaf aus Puttjadingen keine Steuern absetzen braucht, weil er den Sponsor mitgenommen hat. War das verständlich? Sie sind ja voll schlau. Das ist cool. Was meinen Sie jetzt damit? Ja, dass Sie das Finanzamt so geschickt austricksen, das ist gut. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, gut, jetzt wissen Sie es. Ja, und danke. Welche Zeitschrift darf ich jetzt eintragen? Ich habe immer... Haben Sie irgendeine Zeitschrift, die Sie gerne kaufen und lesen? Ich lese nicht mehr so lange Zeitschriften, aber früher habe ich die Bravo gelesen. Haben Sie die? Soll ich die Bravo jetzt eintragen? Haben Sie die? Ja. Ist die noch interessant? Ich weiß nicht, wie hat die sich so die letzten Jahre entwickelt? Weiß ich nicht. Hm. Ich weiß es auch nicht. Ich bin über 30 Jahre, das lese ich nicht mehr, Herr Bockenstedter. Ja, das habe ich auch früher mal gelesen, aber ich lese es jetzt nicht mehr. Ich war immer treu der Bravo, weil Dr. Sommer hat mir mal geantwortet. Das war bester Tag in der Grundschule. Da. Okay. Wie viel kostet die denn? Oder gibt es günstigere oder teurere? Es geht ja auch ums Geld. Also die Bravo, muss ich nachschauen, kostet 28,60 € halbjährlich, für das ganze Jahr 57,20 €. Dann habe ich hobbymäßig selber machen, die kostet 21,45 € halbjährlich. Die teuerste Zeitschrift, die ich habe, das ist der Spiegel, kostet 116,60 € halbjährlich. Kostet Sportzeitschriften so habe ich da, ja. Sportzeitschriften, Autozeitschriften habe ich da. Haben Sie alle Zeitschriften, die es gibt, oder nur? Ja, von jeder Kategorie habe ich 2 oder 3 Zeitschriften zur Verfügung als Sponsoren. Oh, das ist ja cool. Wissen Sie was? Meine Freundin ist total der Zeitschriften-Fan. Ich frage sie einfach, welche Zeitschrift sie haben will, okay? Okay. Super. Dann, sie kommt so gegen 16 Uhr von der Uni. Das heißt, wollen Sie mich so 16.30 Uhr nochmal anrufen? Okay, werde ich machen. Gut. Schön. Ja, dann danke für das nette Gespräch. Ich bedanke mich auch. Also bis 16.30 Uhr. Gut, ja, tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. ETH-Agentur Energieberatung. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ja, hier ist der Olaf. Ich hatte vorhin mit einer
Kollegin gesprochen und dann habe ich aber irgendwie noch einen Anruf auf der anderen Leitung bekommen und dann wurde das Ganze sehr verwirrend und ich habe aus Verwirrung aufgelegt. Haben Sie da eine Postleitzahl? Ja, 26969. 26969. So. Einen Moment. Und Ihr Name war, Nachname ist? Bockenzeter. Das sind die da. So. Welche Kollegin war das? Können Sie mich einfach mit der verbinden? Die Vanessa Reinecke. Ja, ich schreibe Ihre Kontaktdaten auf, Herr Bonkenzetter. Die Kollegen melden sich dann, soweit es geht, weil sie ist gerade in einem anderen Raum, in der anderen Seite der Firma. Okay, dann sagen Sie ihr Entschuldigung von mir, dass es so verwirrend war. Ich habe das ist mit... kein Problem. Okay. Die Kollegin wird sich nochmal melden, also die wird das auch verstehen. Okay, gut. Dann trage ich das so ein und dann meldet sich die Kollegin nochmal bei Ihnen. Ja, können Sie dazu schreiben, so heute so gegen, ich bin um 16.45 Uhr wieder hier. Ja, dann meldet sich die Kollegin ab. Dann. Ja. Wunderbar, machen wir es so. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja, vielen Dank fürs Verständnis. Tut mir leid wegen dem Anruf. Ist ja nicht schlimm, haben Sie ja nicht extra gemacht. Nee. Von daher, Herr Boxetter, ich wünsche Ihnen noch was. Würde ich nie extra machen, also wirklich. Deswegen. Gar die Kollegin Fall. Meldet sich auf jeden Fall noch bei Ihnen. Ja, gut, danke. Alles klar, bitte, ciao. Ciao, ciao. Hallo. Hallo? Schönen Hallo. Tag, Herr Boxetter, ich bin's nochmal, der Anita Braut. So, und haben Sie sich das jetzt mit der Zeitschrift überlegt? Mit der Zeitschrift. Sie müssen entschuldigen, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, haben wir. Okay, so, was haben machen Sie? Wir jetzt? Welche Zeitschrift darf ich eintragen? Ja, meine Freundin hat mir ein paar genannt und ich würde sie einfach fragen, ob sie die haben. Und wenn sie die haben, nehmen wir eine davon. Okay. Okay. In Touch. Habe ich. Oh, toll. Wie viel kostet die? Die In Touch, Moment, glaube ich. Ein Augenblick kostet 59,63 Euro halbjährlich. Ein bisschen teuer. Haben Sie Reader's Digest? Mhm. Nein, das habe ich nicht. Okay, dann muss ich das von der Liste streichen. Haben Sie das Klecks Magazin? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich hab auch nicht sehr viele zur Auswahl, weil ich ja nicht vom Verlagshaus bin. Wie viele haben Sie denn? Vielleicht ist es schneller, Ihre da vorzulesen als meine. Also mehr Lifestyle jetzt, ja? Ja, alle. Also da habe ich die Okay, die Indus Brown Style Magazin, die InTouch, die Grazia und die Gala und die Bunte Lifestyle. Okay, und haben Sie auch irgendwie so Mode? Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch mehr so andere Frauenzeitschriften, so Mode oder Promi. Mit Mode... Moment, da muss ich nachschauen. Ich glaube, das eine ist eine Fernsehzeitung. Also, Fernsehzeitung ist die Hör zu. Haben Sie nur die Hör zu? Dann, Hör zu habe ich bunte, Hör zu, Bild und Funk, Gong Digital, TV Hören und Sehen, TV World habe ich da. Bei Mode, Kosmetik, Gesundheit, Haushalt zum Beispiel, Frau Aktuell, das sind die auch günstigsten Zeitschriften. Die kosten 50,35 Euro halbjährlich. Echo der Frau, Frau Aktuell, Neue Welt, das goldene Blatt. Okay. Bei Frau Aktuell sind Mode, Kosmetik, alles mit dabei. Ah, auch, das goldene... eine wöchentliche aus. Das goldene Blatt ist auch auf meiner Liste. Blatt. Ja. Okay. Wie viel kostet das? 50 Euro. Wie viel? 50,35 Euro. Ah, ist schon mal günstiger. Haben Sie hier, das ist, ich glaube, das war mit Mode, um Gottes Willen, haben Sie das? Nein. Okay. Ja, ich glaube, dann nehmen wir die InTouch schon, weil die wird sie sich sowieso kaufen. Ja, die kauft sie sich so alle zwei, drei Wochen mal. Ja. Okay, also 59,63 Euro kostet die halbjährlich. Ja, ist ja eine gute Option. Okay, gut. Die InTouch trage ich dann ein. Gut. Na, machen Sie gut. So. Gut. Habe ich gemacht. So, und jetzt am 17. Mai, Herr Bockenzeter, werde ich mich nochmals bei Ihnen melden und Ihnen dann auch Bescheid geben, was Sie gewonnen haben. Wenn Sie die Gutscheine gewinnen, kommt automatisch an die Adresse rausgeschickt. Wenn Sie die Barpreise erzielen, dann sind wir verpflichtet, Ihren Gewinn so schnell wie möglich auf Ihr Konto zu überweisen. Das heißt, am 17. Den Fehler gemacht. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, also weder Firma noch Kontaktnummer noch Adresse und so. Können Sie mir das nochmal geben?
Also, das wird in den Unterlagen in 8 bis 10 Tagen sowieso drinstehen. Aber wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne die Webseite sagen, die Sie sich anschauen können. Das ist die www.lesen und, also lesen-und-gewinnen.com. Okay. Da können Sie sich gleich die Preise anschauen, die Sie gewinnen können. Ah, cool. Und mit der Benutzernamen und Passwort, die Sie am 17., also in 8 bis 10 Tagen bekommen werden, können Sie sich dann am 17. Mai in die Seite einloggen und die Ziehung mit uns live mitverfolgen. Ui. Und am 17. Mai, wie gesagt, werde ich mich nochmals bei Ihnen melden, Ihnen dann auch Bescheid geben, was Sie gewonnen haben. Und wenn Sie die Barpreise erzielen, dann sind wir verpflichtet, Ihren Gewinn so schnell wie möglich auf Ihr Konto zu überweisen. Das heißt, am 17. ist die Ziehung, am 18. Mai werden Sie Ihren Gewinn schon auf Ihr Konto überwiesen bekommen. Okay, und für die Überweisung der Bargewinne und für die Abbuchung der Zeitschrift zweimal halt jährlich Palastschriftverfahren, aber nur 59,63 €. Bitte einmal die Bankleitzahl und die dazugehörige Kontonummer, dass ich sie auch aktivieren kann. Mhm. Ist es normales Lastschriftverfahren oder SEPA-Lastschriftverfahren? Normal. Also nicht SEPA. Aber müssen nicht irgendwie ab Februar diesen Jahres alle Sachen SEPA sein? Also das weiß ich jetzt noch nicht. Fragen Sie meinen Chef oder so, weil das habe ich gehört. Okay, werde ich machen. Okay, das werde ich machen. Gut, dann bis gleich. Ich werde mich dann erkundigen, okay. Mhm. Ja, ich warte hier so lange, oder? Können Sie mich mitnehmen? Haben Sie ein kabelloses Headset? Moment, kurz einen Augenblick. Okay. Hallo? Hallo? Angelika Fischer ist mein Name, könnte ich Ihnen behilflich sein? Der Herr Olaf Bossenfeder, ja? Ja, also Sie haben ja ganz plötzlich eine ganz andere Stimme. Nee, ich bin die Vorgesetzten, Herr Bockenfeder. Ach so, Sie sitzen die Angelika davor. Fischer, ach, sorry, tut mir leid. Ja, kein Problem. War keine, nein, kein Problem. So. Sorry, ich hoffe ich. Ja, yes, ich weiß nicht, die Kollegin hat gesagt, ob sie normal SEPA-Lastschrift machen oder noch das alte Lastschriftverfahren. Und ich habe da irgendwo gesehen, dass das doch jetzt alles mit SEPA nur noch, oder? Das ist nämlich so, Herr Bocken. SEPA ist ganz, läuft als ganz normal. Sie bekommen zuerst Ihre Begrüßungsschreiben innerhalb 8 bis 10 mehr. Jetzt lesen Sie nicht irgendwas in Ihrem Skript ab. Beantworten Sie meine Frage. Ich lese nicht. Nein, ich erkläre. Ich hab doch gesagt, noch ganz normal habe ich doch gesagt, Herr Bockenfeder. Sie sind voll so ein Ablesen. Ich mitbekommen. Ich. Nein, ich habe doch gesagt, Herr Bockenfeder, ich habe doch gesagt, was ganz normal ist, abgebucht wird. Sie haben es, glaube ich, nicht mitbekommen. Ja. Okay, dann habe ich Sie zu schnell unterbrochen. Ich habe schon aber beantwortet, Sie aber Sie so, haben nicht. Sie sind so, nein, in diesen, verstehen Sie, ich arbeite viel mit Kindern und die müssen dann auch lesen und ich erkenne das in einer halben Sekunde, ob jemand was abliest oder aus dem Gedächtnis aussagt. Ja, aber ich, und das haben Sie ja gemacht. Ja, verstehe ich, aber Herr Bockmann, wenn ich jetzt die Sachbearbeiterin nicht, sondern hier einfach Stufe hören, Herr Bockmann, ist das doch normal, dass ich das jahrelang in diesem Bereich bin, ach so, und mich doch besser auskenne, ob ich es abliese oder nicht, das können Sie bestimmt nicht merken, Herr Bockmann, ne? Doch, das ist gut. Also, aber dann wissen Sie es halt auswendig, das kommt ja aufs Gleiche raus. Okay. Ja, meinte ich ja eben, aber kann auch sein, dass man sich an diesem Thema nochmal besser auskennt, deshalb kann das sein, dass ich das ablese, aber mit damit zu tun, dass man schon eben hier auswendig hat, ja? Mhm. Herr Bockmann, eine Frage, 1996 Baujahr, sonst Sie haben Ihr eigenes Einkommen? Natürlich. Okay, nur eine ganz Frage, normale Ausbildung. Ich habe das eigenes. Okay, da ist es ganz prima. So, ja, wie gesagt, Herr Bockenfeder, Sie, unsere Frau Braun hat es bestimmt auch schon erwähnt, ne, dass also von halbjährig dann abgebucht wird für InTouch und die 59,63 sind. Und na klar, die Bargewinne werden Sie auch auf Ihr Konto dann überwiesen Sie bekommen. Reden so schnell, ich verstehe Sie von der Verbindung her relativ schlecht. Okay, dann versuch's langsamer zu versuchen. langsamer. Mein Mann sagt auch immer das Gleiche, dass ich zu schnell bin, aber er hat sich schon daran gewöhnt, aber Sie bestimmt noch nicht. Also bei mir hilft einfach an was anderes denken, wenn man zu schnell ist. So. Ja. Okay, nee, erkennen wir seit Jahren, aber Sie hören jetzt nur mal, ja, Sie hören meine Stimme nur einfach ein paar Minuten, jetzt ist er normal. Ja. Also wie gesagt, für InTouch die 59,63 €, Herr Bockenfeder, das wird halbjährlich von Ihrem Konto abgebucht. Hat bestimmt die Frau Braun das schon auch erwähnt, ne? Mhm. Und die Bargewinne, die werden Sie auf Ihr Konto am gleichen Abend dann überwiesen bekommen. Deshalb bräuchte ich die Bankleitzahl und die Kontonummer bitte. Kann ich für, worauf die Gelder überwiesen werden und auf was, wovon abgebucht wird, können das verschiedene Konten sein. Weil das wird mir besser passen. Machen wir es so. Hm? Okay, ganz kurz bitte. Ganz kurz, machen wir es, wie Sie es wünschen. Kein Problem von mir aus. Okay, cool.
Okay, so, auf welchem Konto soll es dann überwiesen werden? Ja, also die Gewinne sollen auf mein Konto kommen. Oder nee, auf das Konto von meiner Freundin und abgebucht werden soll von meinem Konto, genau. Okay, ganz gut. Und die Freundin heißt? Die Freundin heißt Kim. Ich muss die Kontoinhaberin hier eintragen. Ja, Kim. Okay. Kim Bockenfeder? Nein, ich bin 19, wir sind noch nicht verheiratet. Ja, also Nachnamen brauche ich doch, oder? Limburg. Okay, Limburg? Limburg mit L. L wie Lübeck. Limburg. Genau. Okay, habe ich. Kannst du dann die Kontonummer dem Bankleiter bitte? Ja, jetzt von ihr, ne? Genau, ja. Das ist die Volksbank Lübecker Land mit Kontonummer 271. Ja. 828. 828-1028. Ich wiederhole es nochmal, ja? Ja. 271-828-1028. Genau, 271-828-1028. Okay, so Bankleiter? Müsste ich nachgucken. Die weiß ich nicht auswendig. Okay. Mach ich kurz. Sie hat hier ihren Ordner, da ist es irgendwo drin. Müssen Sie dann nochmal irgendwie das Einverständnis von ihr haben oder kann ich das für Sie geben? Nee, das kann sie schon geben, weil es ja nicht abgebucht wird, sondern überwiesen wird. Ach so. Mhm, kein Problem. Ja, sehr gut, dann mal gucken. Es ist immer so unordentlich, das regt mich auf. Sie kann ihren Scheiß nicht... Aber vielleicht ist sie damit zufrieden. Ich bin auch nämlich so. Nein, sie sagt mir selber, sie findet es doof, dass sie so unordentlich ist, aber sie kann es nicht ändern. Ja, ach so, dann ist was anderes. Aber ich bin damit sehr glücklich und ich finde auch ganz schnell alles. Wenn es alles sehr unordentlich ist, dann kann ich es gar nicht finden. Dann weiß ich nicht, was ist. Wie Einstein so das Chaos gemeistert haben. Genau, das liebe ich. Also ein Chaos muss immer dabei sein. Ja, ich finde auch Chaos-Theorie voll interessant. Ja, finde ich. Das ist aber wirklich so, Herr Bockenfeder. Ja, wirklich. Also vor allem mit den ganzen Quanten und so. Ja. Da haben Sie recht. Okay, so, ich glaube, das hier ist Ihr Ordner. Steht ja auf den Kontoauszügen immer drauf, ne? Oh. Genau. Die sind... Ja, ich sag nichts. Sie hat die Kontoauszüge nicht... Sie haben aber sehr viel Mühe gegeben. Wie bitte? Okay. Wie bitte? Sie haben da sehr viel Mühe gegeben. Sie haben da viel Mühe gegeben, um einen Kontoauszug rauszukriegen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie es hier da dort aussieht, was auch bei mir so ist. Mein Mann ist auch immer so, wenn er irgendwas versucht, von mir etwas rauszukriegen, kann er es auch nicht. Das habe ich nur gelacht. Ja, da haben Sie recht. Okay. Auf dem Kontoauszug steht es nicht, aber ich glaube, in der Mappe, wo die ganzen Kontoauszüge drauf sind. Auf dem Kontoauszug steht es auch schon. Doch, aber uns damals die erste. Ich habe hier ist die IBAN. Welche Zahlen der IBAN sind denn die Bankleitzahl? Genau. Die wievielten Ziffern? Das ist ja die so kodiert. Die Bankleitzahl, wenn Sie die ersten zwei Ziffer weglassen. Also DE weglassen. Dann die ersten zwei Ziffer weglassen. Also DE37 weglassen, in dem Fall. Ja, genau. Dann kommt die Bankleitzahl, die achtstellige. 1, 2, also zwei Blöcke, ne? Gut. Ja. 4909. 4909. 2650. 2650, das ist dann die Bankleitzahl. Okay. Ja. So, und dann Ihre Bankverbindung dann bitte noch? Ja, genau. Also ich bin nicht bei derselben Bank. Ich bin noch bei der Sparda Bank. Sparda Bank. Ich guck einfach auf meine Karte, da ist ja die IBAN braucht. Oder brauchen Sie Kontonummer und Bankleitzahl? Ja, genau. Nee, die IBAN besteht aus Bankleitzahlkontonummer, kein Problem. Okay. Ja, DE 72. 72. 500. 500. 90. Ja. 500. Ja. 310. 310. Aha. 719. 719. Ja. 8077. 8077. Mach ich das jetzt mit Ihnen fertig und nicht mit der Kollegin von vorhin? Nee, ich habe es schon alles hier eingetragen. Ich werde Leiter leiten. Okay. Sie muss ein Gespräch nochmal mit Ihnen, also durchführen, besser gesagt verabschieden, weil sie ist angefangen und sie muss nochmal. Achso, das finde ich aber auch gut, so moralisch, wenn man das, was man anfängt, auch zu Ende bringt. Das zeigt Charakter. Ja, muss ich doch verabschieden, denke genau. Ich. Genau. Ja, wobei ich finde, also angefangen hat, ja. Darf ich jetzt ein bisschen gemein zu ihr sein? Bitte. Ich finde sie viel netter.
Ja, okay, Herr Backenfitter. Werde ich auch nochmal mit ihr so sprechen, ja? Werde nochmal den Gespräch auch schon angehört, ja? Also nee, ihr sage ich, okay. Sag ich das nicht. Das sage ich nicht, das dürfen Nein, Sie ja auch nicht sagen. Nein, sollen Sie auch nicht. Bitte. Nee, sollen Sie auch nicht, Herr Backenfitter, ja? Sollen Sie nicht. So, Herr Backenfitter, ich bedanke mich, ich verabschiede mich, ja? Wenn Sie Fragen an mich vielleicht haben, würde ich gerne beantworten. Ja, habe ich. Ansonsten ist schon meine Arbeit fertig. Bitte. Genau, das mit dem Sehverlustverfahren, das ist es jetzt wirklich so, dass das so okay ist? Weil ich meine wirklich, dass es geändert wurde, dass man nur noch SEPA machen kann für... Oder? Nein, aber eins bitte, Herr Bogenfitter. Sie brauchen keine Bedenken zu haben. Nehmen Sie bekommen doch innerhalb 8 bis 10 Werktagen Ihre Grüße schreiben doch. Machen Sie eine Tasse Kaffee, Herr Bogenfitter, wenn Sie Tee gerne haben. Lesen Sie es durch, dann werden Sie doch schon also merken, dass ich nicht so einen blauen Himmel hier sehe, ja? Sie müssen jetzt aber sagen, diese Sätze haben Sie bestimmt so oft wiederholt, dass Sie sie auswendig können, oder? Das sage ich doch. Ich habe alles auswendig erworben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich jetzt auf einmal die Sätze jetzt herausgefunden habe, oder? Ich seit Jahren lang ja, aber als Mathe verboten. Okay. Okay. Das testen wir. Machen Sie mal die Augen zu und fangen Sie vom Anfang vom Skript an, okay? Nur ganz kurz als Test. Sind die Augen zu? Okay, was möchten Sie raus? Ja, sind Augen zu. Ja, ganz einfach, Begrüßung. Herr Bockenzeter, guten Tag. Schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe. Okay, soll ich es machen? Ja, machen Sie schnell. Als Test einfach, ob Sie es auswendig können. Okay, aber ich bin nicht spickeln. Nicht spickeln, ich muss Ihnen vertrauen können. Okay, Herr Bockenzeter. Aber so geht es doch gar nicht. Okay, so. Herr Bockenzeter, ganz kurz mal. Ich muss noch mal ganz kurz ruhig bleiben, so zuerst. Dann fange ich an. So, okay. Schönen guten Tag, Angelika Fischer ist mein Name vom MediaWelt. Rufe ich an und wollte gerne mit Olaf Bockenzeter sprechen. Ja, den haben Sie erreicht. Okay, Herr Bockenzeter, ich bedanke mich, war wirklich schön mit Ihnen zu sprechen, aber muss hier weiterleiten, unsere Kollegen, ja? Ja, Sie machen das echt voll gut. Kein Wunder, dass Sie vorgesetzt wurden. Das ist. Oh, danke sehr, Herr Bockenzeter. Ich bedanke mich nochmals, ja, war schön mit Ihnen zu sprechen. Ich bedanke mich auch. Viel Glück bei der Erziehung. Ja, wie ist es mit den anderen Fragen oder hatte ich nur eine Frage? Nee, wir haben noch keine mehr. Nur wie gesagt, also die Frau Braun muss ich nur mal einfach mal Tschüss sagen, ja, weil sie ein Gespräch mit Ihnen angefangen hat. Okay. Kommen Sie mal einen Kontrollanruf, aber es wird sich auch alles nochmal zusammenfassen, ja? Ja, lassen Sie mir ganz kurz Zeit, dass er auch alles zusammenfassen kann. Gut. Okay. Ich bedanke mich nochmals, aber kommen Sie da ganz kurz, bitte ich leite Sie weiter. Achso, okay, gut. Hallo? Noch jemand da? Hallo? Hallo? So, hallo. Jo, hallo. Jetzt Mensch, bin ich nochmal da. Schön, Sie wieder zu hören. Ich habe gerade mir schon Sorgen gemacht und gedacht, dass ich jetzt nur noch von Ihrer Kollegin höre und wir uns nie wieder sprechen. Das ist meine Vorgesetzte gewesen. Ja, die war nett. Die war richtig nett. Ja, das ist eine nette Person. Ja, ja. Ja. Okay. Aber so, kann es sein, dass die Sie nicht so mag? Nee, warum? Ich weiß das nicht. Ich will jetzt nicht zu viel sagen oder so, was Sie erzählt hat, aber... Die haben halt so ein paar Späße gemacht und da hatte ich das Gefühl, dass die sie nicht so mag. Aber ich will doch keine Unmut sehen oder so. Okay, kein Problem. Also sie ist eine ganz nette Person, das muss ich schon sagen. Okay. Also nicht, weil sie meine Vorgesetzte ist, sondern sonst, also so privat verstehen wir uns auch sehr gut mit ihr. Okay. Ach so, gut. So, und... Ja. Also alles geklärt mit der Vorgesetzten, ja? Ja, sie hat mir gesagt, man kann das auch noch mit dem alten SEPA machen, mit dem alten Lastschriftverfahren und nicht, man muss nicht SEPA nehmen. Aha, genau. Das ist irgendwas mit Banken oder so, ne? Mhm, okay. Und ich habe ja auch schon die Kontonummern und so gegeben. Genau. Steht alles da? Was mir eingefallen ist, ich hatte zwischendrin noch eine Frage, beziehungsweise ich war einfach eine Stunde früher wieder zu Hause. Und wollte sie dann anrufen, um den Anruf jetzt zu machen, aber irgendwie die Nummer, die ich auf dem Display sehe, da komme ich nicht bei Ihnen raus. Können Sie mir Ihre richtige Nummer geben? Weil wir Sie von einem Outbound-System aus anrufen. Ich rufe Sie von einem Internetsystem aus an. Die ganzen Daten, die werden alle in den Unterlagen drinstehen, auf unsere Hotline-Nummern. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben bis zum 17. Mai, können Sie ruhig anrufen, nach mir verlangen. Okay. Anita Braun, bitte nicht vergessen. Ja? Anita Braun, natürlich ich nicht. Sie ach, da so einen schönen Namen würde ich doch nie vergessen. Okay, danke schön, danke schön. Ich mag, gut, ich mag Nachnamen, die Farben haben. Das ist Ist auch immer schön. Ja, könnten Sie
Jetzt schon geben, zur Sicherheit. Ich weiß also nicht, die kann ich wirklich nicht auswendig jetzt. Daran hat jetzt keiner gefragt und deswegen kann ich das jetzt Ihnen jetzt nicht rausgeben. Aber wie gesagt, in den Unterlagen, in 8 bis 10 Tagen werden Sie die Unterlagen bekommen. Wird alles okay. Drinstehen. Gut? Ja, also die Sache ist halt die, so wie die Kollegin mir das erzählt hat, ist, machen Sie jetzt noch so ein Kontrollgespräch, ne? Ja, genau. Und in dem Kontrollgespräch schließe ich ja quasi einen Vertrag ab für das Magazin. Ja, die Zeitschrift werden Sie, wie gesagt, ein Jahr lang bekommen, nur zweimal halbjährlich bezahlen. Und in den Unterlagen wird auch ganz genau drinstehen, wann Sie die Zeitschrift bekommen, wann Sie die bezahlen müssen und wann Sie die absagen müssen. Nach der zweiten Abbuchung der Zeitschrift können Sie die Zeitschrift jederzeit absagen oder weiterhin zusagen. Das ist dann Ihre Entscheidung, Ihnen überlassen, Herr Bockenfeder. Gut. Ja, die okay? Sache wegen der Telefonnummer, ich bin ja ein sehr lockerer Mensch, aber weshalb ich darauf bestehen würde, wäre, ich kann ja schlecht mit einer Firma einen Vertrag abschließen, wenn ich gar keine Möglichkeit habe, sie zu kontaktieren wieder. Also das, also, Moment, sie, ich muss mal nachfragen. Ein Augenblick. Fragen Sie einfach nach der Nummer kurz, das wäre nett. Frau Fischer, bitte so nicht anrufen, hat sie gesagt, Herr Pockenfeder. Wie bitte? Ich habe es nicht akustisch nicht verstanden. Die Frau Fischer hat jetzt gesagt, dass sie persönlich anrufen wird. Okay, wann? Okay, also in 10 bis 15 Minuten, glaube ich, wird sie anrufen. Ich weiß okay, nicht, gut. Wenn sie Zeit hat. Ja. Im Laufe des Tages mache ich, okay? Super. Gut. Also, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich drücke Ihnen fest die Daumen. Am 17. Mai werden wir uns nochmal hören. Bis dahin eine wunderschöne Restwoche, was mit ja? Was mit der Aufzeichnung? Tschüss. Was mit der Aufzeichnung? Müssen wir das die nicht noch machen? Das wird jetzt, also wenn wir jetzt auflegen, werden Sie einen Anruf bekommen und da können Sie dann, also da wird dann die Aufzeichnung, die Kontrolle gemacht, okay? Okay, was war Ihr Firmenname? Gut. Den habe ich mir ja nicht aufgeschrieben, das war irgendwas Medienwelt oder so, ne? Medienwelt, genau, Medienwelt. Medienwelt, gut, Anita Braun von der Medienwelt GmbH okay. oder? Okay. Ja. GmbH, Medienwelt GmbH, okay. Mhm. Gut, dann sagen Sie Ihrer Kollegin, dass sie mich persönlich anrufen soll, bevor die Aufnahme kommt, weil ich kann ja nicht die Aufnahme ohne die Nummer, das wäre doof, ne? Okay, werde ich ihr ausrichten, gut. Ja, danke. Gut. Danke für das liebe Gespräch, ich finde, wir haben uns sehr, sehr schön danke verstanden auch. Und so und das, weiß nicht, ich habe ja sonst immer so, wenn ich am Telefon mit Menschen geredet habe, dann hatte das meistens das Problem, dass das dann irgendwie voll ausfällig geworden ist und das war jetzt ups, haben Sie gerade auf eine Taste gedrückt. Okay, also ich wünsche Ihnen dann alles Gute, Herr Bockenfeder. Ja, ich Ihnen auch. Daumen, toi, toi, toi. Ja, jo, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich auf den 17.04., wenn wir nochmal reden. Ich freue mich auch. Wissen Sie was, ich hab eine Idee. Ich werde mich nochmal melden. Ja, ich habe eine Idee, okay? Ja. Da Sie das so toll gehandelt haben, möchte ich Ihnen 10% von meinem Gewinn abgeben. Oh, danke, egal, das kann was ich nicht annehmen. Doch, schön, machen Sie. Schön, dass Sie das, dass Sie das jetzt schon sagen, aber ich bedanke mich recht herzlich, okay? Warum denn nicht? Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, Herr Bockenfeder. Okay. Aber ich versuche doch nur nett also, zu sein. Warum danke Sie das schön, nicht das habe ich ja gesagt. Also ich bedanke mich recht herzlich, aber ich kann es wirklich nicht annehmen. Das ist nicht fair. Gegenüber die anderen. Okay. Gut, also nochmals, schönen Tag noch. Sie haben mich jetzt schon ein bisschen emotional verletzt, dadurch, dass Sie es nicht annehmen. Okay, gut. Ja. Aber ich will jetzt auch das Gespräch. Also werden wir uns nochmal hören. Ich will das Gespräch jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, deshalb haben Sie noch einen schönen Tag. Tschüss. Okay, Ihnen auch, tschüss. Hallo, Herr Bockenfeder, ich bin's nochmal, Angelika Fischer. Ich war eben gerade im Gespräch, Frau konnte Fischer. Mich nicht auf, ja. Oh, ich konnte schön. Mich ganz lange zu Ihnen nicht. Das ist jetzt eine schöne Überraschung. Ich konnte ganz lange nicht dazu nur mitbekommen, mit dem Frauenbraun, das ein Gespräch durchgeführt haben. Ich habe gesagt, dass ich nochmal melden werde bei Ihnen. Aber in diesem Zeitpunkt war es so schwierig, ich konnte zu Ihnen nicht, einfach nicht, reinkommen. Deshalb entschuldigen Sie, dass ich später nochmal bei Ihnen melden konnte, ja? Das so, ist kein Problem. So, gerne, irgendwelche Fragen oder Bedenken, Herr Bockenfeder, kann ich Ihnen behilflich sein? Ihre Kollegin hat gesagt, sie würden mir noch irgendwie eine Kontaktnummer geben, unter der ich sie erreichen kann. Sie wüsste die nicht auswendig, nein, das hat sie gesagt. Das bekommt mit den Unterlagen zugesandt, Herr Bockenfeder. Wir sind nur hier die also Sachbearbeiten. Wir machen ja die Sachbearbeitung hier, damit Sie auch die Begrüßungsschreiben erhalten können, Herr Bockenfeder. Aber die Hotline-Nummer und auch die Anschrift, das werden mit dem Begrüßungsschreiben zugesandt bekommen. Aber eins bitte, damit Sie keine Bedenken haben,
Herr Bockenpeter? Ja. Bevor Sie den Begrüßungsschreiben nicht erhalten können, Sie können keine Zeitschrift erhalten. Also vom gesetzlichen her ist es so, seit 2014, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wenn die schwarzen Schafe nicht mehr auftauchen können, müssen warten Sie, es fliegt gerade ein Helikopter vorbei. Ich höre Sie nicht, es fliegt hier ein Helikopter rum. Ich weiß nicht, hören Sie den? Ich höre Sie, hören Sie mich nicht mehr? Warten Sie, ich mache mal das Fenster zu. Oh. So, jetzt. Sorry, hier ist Krankenhaus in der Nähe und das macht manchmal Helikopterflüge. Jetzt verstehe ich Sie wieder. Kein Problem. Wie gesagt, gut, Sie werden noch Ihre Begrüßungsschreiben erhalten. Da drin mit alles drin stehen, Herr Bockenpeter. Das ist nämlich so seit 2014, damit die schwarzen Schafe nicht mehr auftauchen können, Herr Bockenpeter, dass Sie Ihre Begrüßungsschreiben erhalten können. Wenn Sie es auch nicht erhalten können oder werden, dann dürfen auch keine Zeitschriften los sein. Daher sollen Sie keine Bedenken haben, ja? Was ich meine ist, nämlich die, Kollegin, Nummer, wo wir gerade anrufen. Ja, das. Vom Internet her rufen wir an, weil die Nummer auch gesperrt ist, Herr Bockenpeter. Aus Datenschutzgründen ist diese Nummer gesperrt bis Endfinalziehung. Bis Endfinalziehung. Also während der Endfinalziehung kann ich einfach die Nummer auf dem Display anrufen und dann komme ich zu Ihnen. Oder wie? So ist das, Herr Bockenpeter, aber mit uns haben wir nichts mehr zu tun, weil, wie gesagt, mit uns werden wir nichts mehr zu tun haben. Wir sind nur dafür die Sachbearbeitung. Ja, gut. Ja, das meinte ich. Das heißt, ich schreibe mir einfach die Nummer auf dem Display auf. Oder wie? Können Sie gerne machen. 5121143567152. Aber Sie wollen, also wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja mit der Aufnahme, die noch gemacht wird, ein Vertrag abgeschlossen, ne? Ihr Vertrag heißt nicht, dass es ein Abo ist, Herr Bockenpeter. Ach so. Das Gespräch wird aufgezeichnet für Ihre Sicherheit, ja? Ja. Damit Sie auch was haben, auch wir, Herr Bockenpeter. Jeder soll auf der sicheren Seite sein. Nicht nur Sie, auch nur, nicht nur mir. Ach so, das ist also auch für Sie. Auch für uns, auch für Sie, Herr Bockenpeter. Nämlich unsere Arbeit muss ja auch hier kontrolliert werden, oder? Also, wer weiß, warum wir dann Ihnen was etwas sagen. Wenn Sie einfach sagen würden, nee, ich habe den Gespräch gar nicht durchgeführt, dann auch einen Beweis in der Hand haben. Ah, okay, ja, dann verstehe ich. Aber es wäre mir trotzdem... Es gibt doch bestimmt, Sie haben doch bestimmt irgendeine Kontaktnummer. Nur falls es Komplikationen bin. Ich bin bei sowas immer lieber auf der sicheren Seite, okay? Ja, verstehe ich, aber wie gesagt... Unsere Arbeit ist hier fertig. Mit uns werden Sie keine Arbeit mehr haben, Herr Bockenpeter. Deshalb werden Sie die Hotline-Nummer auf die Anschrift mit Ihrem Begrüßungsschreiben. Die Kollegin hat mir doch schon gesagt, dass es kein Problem ist, dass Sie mir die Nummer geben. Sie wusste die bloß nicht auswendig. Können Sie mir einfach die Nummer geben? Ja, deshalb, okay. Deshalb sind Sie auch eben die Sachbearbeitung. Deshalb, Herr Bockenpeter, sind ja nicht nur hier die Sachbearbeitung da, ja. Und wir sind auch dabei, weil Sie kennen sich ja nicht in diesem Bereich ja nicht sehr gut aus. In diesen Sachen sind wir eben da, um auch behilflich zu sein. Ist leider so, weil wir die Arbeit hier fertig ist. Keiner wird dann bei uns mehr melden. Auch das wird auch Ihnen nicht mehr nutzen, weil wir mit diesem Arbeit schon fertig sind. Wir uns nicht mehr zu tun haben werden. Ich weiß, aber ich bin einfach... Ich verstehe nicht, warum das so ein Problem ist. Ich will doch nur eine Kontaktnummer haben, falls es Komplikationen gibt. Das sollte doch überhaupt kein Problem sein, oder? Können Sie mir nicht einfach irgendeine Kontaktnummer geben? Ja, dann geben Sie mir doch einfach die Kontaktnummer. Warum verstehst du das bitte nicht? Das werden doch mit dem Begrüßungsschreiben doch erhalten. Ja, dann können Sie mir weil es mit uns nichts zu tun nicht hat. Okay, dann geben Sie mir doch... Das hat nichts mehr zu tun. Unsere Arbeit ist ja dann fertig. Ist okay. Ja? Geben Sie mir... Unsere Arbeit ist dann hier fertig. Ja, habe ich verstanden. Geben Sie mir einfach Ihre Kontaktnummer. Mhm. Okay, das ist eben dann die 051. Ja. 211. Ja. 43. Ja. 69. Mhm. 87. Ja. 52. Aber wie gesagt... Okay, das ist dann also in zwei Wochen lang ist die Nummer gesperrt auf Datenschutzgründen. Achso, nee, das ist ja jetzt die Nummer, die ich im Display sehe. Ich meinte die, womit ich Sie erreichen genau, könnte. Genau, das ist dann nur, meine persönliche Nummer darf ich ja nicht geben. Nein, die von Ihrem, Sie haben doch, haben Sie nicht eine Sekretärin oder irgendjemanden, der bei Ihnen vorne sitzt, da eine Durchwahl? Ich will doch nur einen Kontaktweg haben, falls es Komplikationen gibt. Das ist das Problem. Nee, geht nicht, wir haben nur diese Nummer, Herr Bockenpeter. Jetzt erzählen Sie mir keinen Quatsch. Hallo, sind Sie noch da? So, wie gesagt, Herr Bockenpeter, ich bin da. Hallo? Ich warte auf Ihnen. Wie gesagt, wir haben andere Nummer haben wir nicht. So eins kann ich auch nicht rausfinden, aus meinem Tasche auch nicht holen, oder? Wir haben nur diese Nummer. Jetzt erzählen Sie mir Quatsch, weil ich weiß doch, wie so ein Office-System funktioniert. Sie haben doch andere Telefone. Oder haben Sie eine E-Mail-Adresse, unter der ich Sie anschreiben kann?
Die dürfen wir auch nicht rausgeben, Herr Bockenzähler. Hä? Warum nicht? Wie gesagt, wir sind nur die Sachbearbeitung. Wir machen hier nur die Sachbearbeitung, Herr Bockenzähler. Die Anschrift auf die Hotline werden mit den Unterlagen zugesandt bekommen. Okay. Aber warum dürfen Sie Ihre Nummer nicht rausgeben? Warum ist es... Weil wir nur die Sachbearbeitung machen, Herr Bockenzähler. Hat ja, doch mit uns nichts zu tun. Ich verstehe, das ist aber keine Begründung, die Nummer nicht rauszugeben. Es ist, verstehen Sie? Das ist ja kein Problem, dass es so ist. Es ist so, aber ja, verstehe ich, ist auch kein Problem. Sie können mir ja trotzdem eine Kontaktnummer geben. Ich würde auch gerne meine Nummer Ihnen durchgeben, aber dürfen wir nicht. Ja, dann fragen Sie den Chef halt kurz, bitte. Könnten Sie mir den Gefallen tun, dass ich mich bei Ihnen sicher fühle und kurz nach Ihren Chef fragen oder so? Das würden Sie mir einen ganz großen Gefallen tun. Was soll ich machen, bitte? Einfach denjenigen, der das entscheiden kann, ob Sie das nicht doch dürfen, den fragen. Ja, das entscheide ich. Also das letzte Wort habe ich hier, Herr Bockenzähler. Ja, dann können Sie mir die Nummer noch geben. Ist doch kein Problem, oder? Nein, also vom Gesetzlichen her ist es nicht so. Dürfen wir nicht, weil im Vorgesetzten, also nur die Sachbearbeitung machen, nicht was anderes. Wie gesetzlich? Was meinen Sie jetzt mit gesetzlich? Dürfen Sie das nicht? Jeden Bockenzähler in Deutschland, ja. In Deutschland? Also wie gesagt, wir haben nur diese Nummer, also wo Sie uns erreichen können. Zwei Wochen. Jetzt brechen Sie den Satz nicht immer ab. Warum dürfen Sie das gesetzlich nicht? Herr Bockenzähler, das ist schon, in Deutschland ist es eben so, wenn wir hier um die Sachbearbeitung machen, mit uns nichts zu tun haben. Warum dürfen Sie, Die Nummer eingeben. Ja? Ja, wir dürfen nur diese Nummer geben, mit dem Kontakt bleiben sollten, nicht mit uns, Herr Bockenzähler. Ja, aber das ist doch, da hält sie doch kein Gesetz, sonst gäbe es ja, es gibt ja auch andere Vermittlerfirmen, die trotzdem ihren Nummern ohne Probleme rausgeben. Das kann doch nicht gesetzlich verankert sein. Verstehe ich, aber beim Preisausschreiben ist es eben so, Herr Bockenzähler. Ich kann es auch leider nicht verändern. Wie gesagt, ich würde auch gerne, ich habe immer diesen gleichen Problem, Herr Bockenzähler. Ich würde auch gerne bei Ihnen rüberkommen, unter vier Augen reden, würde alles leichter. Ja, das wäre viel netter. Dann würde ich Ihnen meinen besten Assam-Tee machen. Also es dürfen wir auch nicht, also. Okay, aber welches Gesetz ist es denn? Wissen Sie, wie das heißt oder so? Nein, das weiß ich nicht. Also würde ich vom Blau nochmal erzählen, wenn ich das sagen würde, dass dies und das sagen würde. Nee, das weiß ich nicht. Okay. Ja, woher wissen Sie dann, ob das Gesetz überhaupt gibt? Vielleicht sagt das nur Ihr Vorgesetzter, ja, also, um Ihnen Angst zu machen. Ja, also nochmal bitte. Wenn Sie irgendwo arbeiten und Ihnen, sagen wir mal, wenn Sie jetzt eine Lehrerin sind, ja, es wird auch Ihnen doch gesagt, ja, vom Gesetz her müssen Sie dies und das machen, ne? Ja. Das Gleiche. Jeder in seiner Arbeitsstelle hat Gesetze. Das ist in Deutschland von uns verlangt, auch von uns dann eben. Ach so, sind quasi nur Arbeitsgesetze von Ihrem Arbeitgeber und nicht vom Staat, meinen Sie jetzt? Ja, na klar. Und vom Staat, nein. Also ich habe Sie hier erst darauf festgenagelt, dass es gesetzlich und von Staat ist. Und dann habe ich hier argumentativ nur noch den Ausweg gelassen, mir zuzustimmen, dass es nicht vom Staat ist. Das heißt, sie muss sich selber widersprechen. Und die Lüge hört man hier auch deutlich an ihrer Stimmlage. Ja, na klar. Und vom Staat, nein. Nein, der Staat kann ja auch nicht in so ein privates Unternehmen eingreifen. Jetzt, dann war das nur ein Missverständnis. Jetzt. Kein Problem. Gut, dann können Sie ja denjenigen in Ihrer Firma kurz fragen, der dafür zuständig ist. Wie gesagt, Herr Bockenzähler, es ist eben nicht, wurde hier eingestellt, ja, und es wurde gesagt, nein, nur diese Nummer darfst du eingeben. Und deshalb kann ich jetzt rüber nicht einfach nicht anrufen und einfach die Frage nicht nochmal stellen, wenn man mir schon gesagt wurde, nein, nur diese Nummer, Frau Fischer. Wenn man das noch lustig anhören würde, sagen, ja, Frau Fischer, die haben doch Ihnen gesagt, dass man nur diese Nummer eingeben dürfen. Mhm. Oder? Ja. Also. Und ich möchte mich nicht lustig hier anstellen. Nein, das mache ich nicht. Okay. Ja. Nein. Ups, was war das? Haben Sie das Geräusch gerade gehört? Nein, ich bin da. Okay, Sie sind noch da. Gut. Ja, dann machen Sie jetzt die Aufnahme mit mir oder macht das jemand anderes? Nein, ich bin nicht Kontroll an. Ich bin nicht von Kontrollabteilung. Ich bin nur hier also für Sachbearbeitung da. Jetzt werden Sie Kontrollanruf bekommen innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Okay, gut. Meine Freundin hatte vorhin noch eine Frage, die ist jetzt aber wieder weg. Könnten Sie morgen nochmal anrufen? Also den Kontrollanruf mache ich ja trotzdem, aber könnten Sie trotzdem morgen nochmal für meine Freundin anrufen, so 14 Uhr? Unter dieser Nummer? Unter dieser Nummer, ja. Okay. Um wie viel Uhr nochmal bitte, Herr Bockenzähler? So 14 Uhr, 15 Uhr. Wie passt es bei Ihnen? Sie haben ja bestimmt einen vollen Terminplan. Kein Problem. Also ich mach nur die Arbeit, je nachdem hier Kunden. Das ist kein Problem für mich. Wenn Sie sagen um 14, dann gehe ich
eine Stunde später vielleicht Mittagspause, kein Problem. Oh nein, das müssen wir mir nicht verschieben. Wann ist denn normalerweise Ihre Mittagspause? Normalerweise ist es 2 Uhr. 14 Uhr bis wie viel Uhr? Bis 3. Bis 3, okay. Ja, dann rufen Sie einfach an, wenn Sie von der Mittagspause wieder da sind. Okay, dann machen wir es so, okay? Okay, ich schreibe meiner Freundin dann so um 15 dann. Uhr. Okay, 15 Uhr habe ich mir eingetragen, ja. Supi. Dann leite ich sie weiter. Wie gesagt, 8 bis 10 Minuten werden Kontrollanruf bekommen. Unser Kollege hat bestimmt vom Gebrauch schon alles zusammengefasst. Mit einem kleinen Datenabgleich gemacht, ja? Okay, gut. Schönen Abend wünsche ich, Herr Bockenseder, ja? Ja. Am meisten war wirklich schön, mit Ihnen zu sprechen. Fand ich auch. Das bis morgen, sag ich mal. Ja, bis morgen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich dabei bin. Kommt drauf an, ob ich weg muss oder nicht. Wollte ich auch gerade fragen, ob Sie morgen dabei sein werden oder nicht. Okay, kein Problem, wenn Sie noch zu erreichen sein wird. Also ich spreche mit ihr, ich bin alleine da. Genau, entweder wird meine Freundin rangehen, dann merken Sie das daran, dass die Stimme ein bisschen höher ist. Ja. Oder wir werden beide dran sein, weil sie ist manchmal ein bisschen schüchtern. Dann will sie, dass ich dann stehe. Ich hoffe, dass wir dann dabei sind, dann Herr Bockenseder, ja? Ja, ich wollte Ihnen noch... das habe ich vorhin Ihrer Kollegin auch angeboten, weil, ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen diskutiert und ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin Ihnen nicht auf die Nerven gegangen. Nein, um Gottes Willen, wie gesagt, um ich habe es einmal, glaube ich, nämlich, ja. Dass wirklich mit Ihnen Spaß gemacht hat zu reden, kein Problem, ja? Ja, schön. Also wenn ich jeden Tag so welche Kunden hätte, würde sehr Spaß machen, aber wir haben nicht jeden Tag so welche Kunden wie Sie. Das war wirklich schön mit Ihnen. Na klar, Sie müssen auch, wenn Sie Fragen haben, Bedenken haben, die Fragen stellen, wenn Sie auch behilflich sein können, sind Sie auch da, eine klar, zuständig, ne? Das ist ja eine tolle Einstellung. Und weil Sie sich so mit mir rumgeschlagen hatten, wollte ich Ihnen auch 10% von meinem Gewinn geben. Also egal, was es ist, wenn es 1.000 Euro... Ich glaube, dass Sie den ersten gewinnen. Ja, ich drücke danach, ich glaube, dass den ersten Platz gewinnen. Dann kriegen Sie, wie viel war der erste Platz? 102.000 Euro, 10% ist nicht wenig. Ja, dann kriegen Sie 10.000 Euro von mir, ist doch toll. Ja, ich drücke die Daumen, wenn der Backen sie das glauben Sie aber nicht, ne? Das mache ich 1, gerne. 1 zu 20, okay. Die Chance ist nicht so schlecht. Gut, ja. Sie haben ja meine Nummer oder ich weiß nicht, wann soll ich Ihnen das geben? Nee, ich werde, Herr Bockens und ich werden schon die Finalstück mitverfolgen, dann werde ich am gleichen Abend schon bei Ihnen mailen, ja? Das mache ich gerne. Ja, aber bitte nicht nach 22 Uhr anrufen, also ein bisschen Privatsphäre brauchen. Ja, die Finalstück, ja, kein Problem, mache ich. Okay. Die Finalstunde wird auch in dieser Uhrzeit schon beenden, so durchschnittlich, denke ich mal. Echt? Wie viel Uhr ist die? Ganz in der Uhrzeit weiß ich nicht so. Das habe ich nur gesagt, ich geschätzt, habe am Ende gedacht, aber ganz in der Uhrzeit weiß ich auch noch nicht. Findet die Beziehung dann im Fernsehen statt oder wo ist das? Nein, das bekommen doch Internetadresse, doch, hat unser Kollege auch Ihnen noch erwähnt, denke ich mal, oder? Internetadresse, Kennwort, noch ein Passwort werden Sie zugesandt bekommen, Herr Bockenseder. Okay. Erstens, da können Sie die Preise nachschauen. Ich bekomme hier gerade noch einen zweiten Anruf dazu. Warten Sie mal kurz. Hallo, ich bin gerade noch im Gespräch, aber wir waren gerade uns dabei zu verabschieden. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Hallo. Hallo, ich grüße Sie, Andrea Langbach, mein Name ist von der Beratung für gesetzlich Gesicherte. Spreche ich mit Herr Bockenseder? Ja, ich bin gerade noch in einem Gespräch mit einer anderen Dame. Könnten Sie so in einer halben Stunde nochmal anrufen? In einer halben Stunde. Okay, kein Problem dann. Bis später. Vielen Dank. Tschüss. So, jetzt sorry für die Unterbrechung. Nein, kein Problem, Herr Bockenseder. So, dann verabschieden wir uns ganz schnell. Sie haben, glaube ich, ein Telefonat bekommen, ja? Ich bedanke mich nochmal, Herr Bockenseder, aber wir werden es morgen nochmal telefonieren, ja? Ja, und morgen. Und im Finale nochmal. Ja, super. Dann okay, bis morgen. Mal, ja, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Hallo. Hallo. Jetzt. Einen wunderschönen guten Tag. Julia Schmidt ist mein Name. Das ist hier der angekündigte Kontrolle. Und Herr Olaf Bockenseder, bitte. Ja, das bin ich. Sie haben ein paar Störgeräusche im Hintergrund. Ja, wir haben Probleme in der Leitung heute, Herr Bockenseder. Okay, dann geben Sie mir mal Ihre Nummer, dass ich, falls der Anruf abbricht, dass ich Sie zurückrufen kann. Das Gespräch kann nicht unterbrochen werden, Herr Bockenseder. Doch, unsere Leitung ist auch schlecht. Die bricht manchmal einfach mitten im Satz. Hallo? Ja. Jetzt sind Sie da. Verstehen Sie, es ist vielleicht gut, wenn Sie mir Ihre Nummer geben, dass ich Sie zurückrufen kann, wenn es wieder passiert. Ich kann Sie auch anrufen, Herr Bockenseder, das ist hier kein Problem. Das geht hier auf unsere Kosten. Ne, passt schon, nur zur Sicherheit, weil manchmal kommen die Anrufe hier auch gar nicht an. Dann ruft jemand an und ich sehe das nicht. Ach so. Hören Sie mich überhaupt? Also ich verstehe Sie sehr gut. Ich verstehe Sie auch ganz gut. Das ist so ein leichtes Knacken manchmal im Hintergrund. Okay.
Also ich fasse das kurz nochmals zusammen. Ja, ich bräuchte Julia Schmidt ist mein Name. Ich bräuchte Das ist hier, wie gesagt, dange... Ja. Ja, bitte. Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Das macht mich super nervös, wenn ich weiß, dass das Gespräch jeden Moment unterbrochen werden kann und ich Sie vielleicht nicht erreichen kann, weil Sie mich nicht erreichen können. Das ist die, das könnten Sie auch von Frau Anita Braun auch nehmen, weil sie ja dafür zuständig ist, aber kein Problem. Das ist die 059-71-8656-73921. Okay, warte, 921. Wiederholen Sie nochmal? Sie sollen mir das einmal wiederholen und ich sage Ihnen, ob es richtig ist oder falsch ist. Ich glaube, mir fehlt in der Mitte die Zahl. Sagen Sie nochmal 059, dann... 71. Ja. Und weiter, was haben Sie da? 86. Jawohl. 56. Jawohl. 73. Jawohl. 931. 21. Ah, 921, okay. Also ich wieder... Oder wiederholen Sie einfach nochmal die ganze Nummer. 059-71-8656-73921. Ja, okay, super. Jawohl. Gut, dann sorry, dass ich Sie Julia damit Schmidt aufhalte, aber ich bin da, da kriege ich immer ein Herz, Kasper. Julia Schmidt ist mein Name. Und wie gesagt, das ist der angekündigte Kontrollanruf. Das Gespräch haben Sie mit unserer Mitarbeiterin Frau Braun durchgeführt. Die Dame, das und, ist Ihre persönliche Sachbearbeiterin. Und Frau Fischer, ich habe mit zwei Damen geredet. Das war sicherlich die Vorgesetzten. Kann sein. Aber Sie, mit Frau Braun haben Sie sich unterhalten. Ja. Die Frau Braun ist Ihre persönliche Sachbearbeiterin und wird Sie auch bis zur Finalziehung begleiten, die in 2 Monaten stattfinden wird, wo Sie auch schon einen 100%igen Gewinn gesichert haben mit einem Minimum 1000 Euro Wertschein. Hat sie Ihnen das auch so mitgeteilt? Ja, sie hat nicht gesagt, wofür der Gutschein ist. Für was ist der? Das sind Fischen-Einkaufsgutscheine, H&M, Mediamarkt, Ikea, Rewe und so weiter. Wenn Sie das nicht alles verstanden haben, ich kann Sie gerne an die Dame nochmal zurückleiten, weil die ist für die Gewinne zuständig. Ich bin nur für die Datenschutzkontrolle und die Zusammenfassung zuständig. Das Problem war, die Frau Braun, ihr Deutsch war irgendwie schlechter als ihrs jetzt. Deshalb, das sind nur Kleinigkeiten. Also, ich habe eigentlich alles verstanden und die andere, die Frau Fischerer, die hat mir das auch gut erklärt. Das ist schon okay. Ach so. Also ich kenne sie natürlich auch nicht persönlich, deshalb kann ich jetzt keine Bemerkung dazu machen. Okay. Ach so, sind sie da nicht zusammen? Okay. Bei ihnen ist es auch viel ruhiger als bei den anderen. Bei den Weil anderen waren noch mehr. Ich bin für die Datenschutzkontrolle zuständig. Die sind woanders, ich bin woanders. Ah, wir gehören aber zusammen, okay. Da ich ja für die Datenschutzkontrolle zuständig bin, Herr Bockenzeter. Ja, sie müssen ja auch kontrollieren, dass die Daten geschützt werden. Richtig. Ja, gut. Das finde ich immer gut, wenn Firmen das machen. So muss das auch sein. So, Home Depot hat ja letztens also irgendwie 3 Millionen Daten geschützt. Das fand ich gut. Fanden Sie es auch gut? Ja, was? Fanden Sie das auch gut oder sind Sie eher so der Gegner von Datenschutz? Nein, warum wollen wir denn dagegen sein, Herr Bockenzette? Wenn wir dagegen wären, würden doch kein Datenschutz hier machen. Ich weiß nicht, Sie haben nicht sofort Ja gesagt. Sie haben irgendwie nichts gesagt. Weil ich Sie nicht verstanden habe. Ach so. Home Depot hat ja letztens 3 Milliarden Daten geschützt. Das ist ja gut, ne? Weil auf Falsches möchte ich auch nicht Ja sagen. Deshalb habe ich nicht sofort geantwortet. Okay. Haben Sie es jetzt verstanden? Super. Ich habe Sie jetzt verstanden. Also, kennen Sie sich so mehr mit Datenschutz aus? Sind Sie irgendwie Datenschutzbeauftragte? Was halten Sie als Experte davon? Wie was erhalten die Experten? Ja, dass Home Depot jetzt 3 Millionen Daten geschützt hat. Das ist doch gut, oder? Oder muss man sich da Sorgen machen? Ja, natürlich. Warum soll man sich denn Sorgen dazu machen, Herr Bockenzeter? Weiß ich nicht. Sie sind die Expertin und nicht ich. Ich kenne mich nicht mit Datenschutz aus. Die Daten aus. Werden doch geschützt. Wie werden die denn geschützt? Ist das besser, dass sie überall rumlaufen? Weiß ich nicht. Vielleicht manche Natürlich nicht. Vielleicht brauchen manche Daten Auslauf. Aber wie werden die denn geschützt überhaupt? Das habe ich noch nicht verstanden. Also ich werde hiermit nur einen Datenschutz anwenden, Herr Bockenzeter, damit die Daten auch nicht weitergeleitet werden. Ah, und wie verhindern Sie das? Das macht unser System, Herr Bockenzeter. Ach so. Ja, aber wie? Das ist jetzt. Geben Sie mir nicht immer so eine Ausweichantwort. Wie schützt das denn meine Daten? Nein, weil ich nur mal, nur weil ich nur eine bestimmte Zeit habe fürs Datenschutzkontrolle, Herr Bockenzeter. Hab leider nicht so viel Zeit wie Frau Anita Braun. Deshalb. Wie viel Zeit haben Sie? Ich habe Minimum 4 Minuten Zeit. Oh, wir sind ja jetzt schon. Aber wir reden halt nicht schon ganz. Genau, ist schon länger als 4 Minuten. Das ist ja mehr. Müssen Sie jetzt noch, soll ich einfach auflegen und Sie rufen nochmal an, dann geht der Timer ja wieder von vorne. Nein, um Gott, nein, das hat doch damit nichts, um Gottes Willen. Hat damit nichts, um Gottes Willen, Herr Bockenzeter. Ach so, gut. Ja, sorry, ich habe mit Technik echt nicht so den Durchblick. Ja, das, ist doch müssen egal, Sie mir das vergeben. Ich auch nicht, Herr Bockenzeter. Nein, nicht, ist doch kein Problem. Oh. Kein Problem. Sie geben mir so gerade voll so den Selbstwertgefühl-Boost, wissen Sie das? Bitte? Das ist auch schön. Sie geben mir gerade voll den...
Selbstwertgefühl und so. Das ist auch mal schön. Das nicht sollen immer nur die auch sein. Werden. Ja, meine Freundin schreit immer rum, das ist doof. Ja, passiert. Sind Sie auf Ihrer Seite? Nein, natürlich nicht. Aber es ist ja meistens so, auch wenn man verheiratet ist, ist das ja auch meistens so. 19? Das sind eh da ist auch man nicht halt... verheiratet. Nee, warum? Es gibt ja auch Leute, die auch mit 19, mit 20 heiraten. Ach so. Ja, aber wir haben ja deshalb verschiedene Namen, Nachnamen. Egal. Es ist kein Problem. Das kann ja mal passieren, dass man das verwechselt. Das ist nicht schlimm. Ja, natürlich. Natürlich. Also, wie gesagt, ich werde mich, wie gesagt, kurz zusammenfassen, ob sie die richtige Information erhalten haben und werde, wie gesagt, einen kurzen Datenabgleich mit ihnen durchführen und leite das alles nochmal weiter und somit werde ich die Unterlagen vorbereiten. Okay, also wie gesagt, Herr Bockenzieter. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie würden, wie gesagt, einen kurzen Abgleich der Informationen machen, dann nochmal eine kurze Aufzeichnung und die Gespräche werden hier bei uns mit aufgezeichnet. Die werden auch jetzt aufgezeichnet, Herr Bockenzieter. Ach so, das heißt, Sie haben quasi sich einverstanden erklärt, dass Ihr Gespräch aufgezeichnet wird, oder wie? Die Gespräche müssen wir hier mit aufzeichnen, weil wir müssen das alles mit drauf haben. Ach so, haben Sie nichts dagegen, wenn man Sie aufzeichnet? Wenn man mich nachfragt und wenn ich damit einverstanden bin, dann ja. Aber wenn ich natürlich damit nicht einverstanden bin, natürlich habe ich was dagegen. Aber bei mir wurde nicht nachgefragt, oder? Sie haben nie gesagt, kann ich jetzt die Aufnahmen starten? Ich wusste noch gar nicht, dass es am Band ist. Ich habe mich ja voll wie ein Idiot verhalten gerade. Ein bisschen. So, nein, das wollen Sie doch gar nicht. Ich habe doch voll meine Unsicherheiten raushängen lassen und jetzt zeichnen Sie das auf. Herr Bockenzieter, die Gespräche bleiben doch hier. Wir können doch mit dem Gespräch hier nichts anfangen. Ja, aber trotzdem, das macht man doch nicht. Ich kann gerne die Aufnahme unterbrechen, nochmal von vorne anfangen, wenn Sie möchten. Ja. Wenn Sie das nicht haben möchten. Gut. Das wäre nett. Wie Sie wünschen. Danke. Gut, aber dann müssen Sie... Müssen Sie aber auch die andere Aufnahme von davor löschen, weil das war mir peinlich. Ich habe Ihnen ja was von meiner Freundin erzählt und sie sagt das immer, ist ich doch darf, egal, ich Herr Bockenzieter, das nee, ist aber meine Freundin sagt mir immer, ich darf niemandem von ihr erzählen, sonst kriege ich wieder Ärger. So. Das heißt, ich habe jetzt Ihnen davon erzählt, das heißt, es gibt dafür Beweise. Das darf ja nicht sein. Gut. Verstehen Sie, dann es ist so eine Art Romeo und... Ja, genau, müssen Sie. Das ist so eine Art Romeo und Julia-Beziehung. Gut. Verstehen Sie? Okay. Verstehe schon, Herr Bockenzieter. Okay, gut. Also, da, wie gesagt... Danke. Ich wünschte, meine Freundin würde manchmal so verständlich sein. So, ich breche erstmal die Aufnahme hier, Bockenzieter. Okay. Und werde das auch löschen. Ja. Also natürlich müssen wir das auch löschen. Das darf ich auch nicht hier behalten, sonst kriege ich auch natürlich Ärger. Ja. Weil Sie auch gesagt haben, dass Sie das nicht möchten. Sonst kriege ich hier Ärger, das möchte ich auch nicht. Werde ich mir sofort notieren. Und darf ich denn auch jetzt mit der Aufnahme beginnen, Herr Bockenzieter? Ja, Sie können gerne jetzt eine Aufnahme starten. Danke der Nachfrage. Dankeschön. Dafür nicht. So, die Bandaufnahme läuft gerade, Herr Bockenzieter. Ja, dann beeilen wir uns mal. Sie haben ja gesagt, Sie müssen das schnell machen. Wir haben ja nur 4 Minuten, ne? Okay. Jetzt nicht die so, Zeit mit Lachen wie gesagt, verbringen. Gut, okay. Vielleicht haben Sie mich schon los. Ich habe Asthma. Okay, sorry, ich habe ein bisschen Asthma. Kein Problem, das Problem habe ich leider auch. Sie dürfen mich nicht so viel zum Lachen bringen. Okay, Mensch. Das Problem habe ich leider auch, Herr Bockenzieter. Lachhusten. Gut. Ja. So, nee, ist nicht ich gut, fasse aber. Das einmal kurz nochmals zusammen. Können wir das mit dem Husten auch rausschneiden? Das wäre mir... Okay. Herr Bockenzieter, bitte, so schlimm ist das auch gar nicht. Das ist mir peinlich. Ich habe meiner 3. Klasse gehustet und ein Theaterstück versaut. Und seitdem bin ich seitdem in Therapie. Oh. Ja. Das okay, heißt, könnten Sie es doch rausnehmen, bitte. Wenn Sie möchten, machen wir das gerne, Herr Bockenzieter. Ja. Werde ich alles notieren, ist kein Problem. Gut, danke. Dann, Sie dürfen jetzt die erste Aufnahme und überhaupt nicht die 3. Aufnahme, sondern die allererste Aufnahme zwischen uns beiden starten. Okay. So. Darf ich das aufzeichnen? Ist das für Sie auch in Ordnung? Ja. Wie ich Ihnen auch eben gerade erwähnt habe, Herr Bockenzieter, ich bin die Julia Schmidt. Das ist hier der angekündigte Kontrollanruf. Hallo, Frau Schmidt. Ich spreche mit Schön, unserer Sie Mitarbeiterin. Okay, super. Und für das Gespräch haben Sie, wie gesagt, mit unserer Mitarbeiterin Frau Braun durchgeführt. Die Dame, das ist Ihre persönliche Sachbearbeiterin. Aha. Die wird Sie auch bis zur Finals begleiten, die in 2 Monaten stattfinden wird, wo Sie auch schon 100% gesichert haben. Mit einem Minimumgewinn 1.000 Euro Wertgutschein. Hat man Ihnen das denn auch so mitgeteilt gehabt? Ja, Sie hatten es so mitgeteilt gehabt haben.
genau, wie Sie gesagt haben. Sie bekommen auch die Zeitschrift, super, Sie bekommen auch die Zeitschrift in Touch von uns. Es wird zweimal halbjährlich abgebucht, damit Sie Ihren Finaltag Gewinne steuerfrei erhalten. War das so richtig? Hat sie das auch angesagt gehabt? Kann sie den Satz nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Natürlich, Sie bekommen die Zeitschrift in Touch von uns. Es wird zweimal im Jahr abgebucht, damit Sie am Finaltag Gewinne steuerfrei erhalten, ob sie das auch so mitgeteilt hat. Das hat mir die Frau Fischer gesagt, nicht die Frau Braun. Aber ja, es wurde mir allgemein mitgeteilt. Mhm. Okay, das ist das Allerwichtigste, ob Sie das allgemein auch mitbekommen haben. Ja, ich habe es allgemein auch mitbekommen, denn das ist das Allerwichtigste. Okay, sehr gut. Super. Dann werde ich hiermit, wie gesagt, einen kurzen Datenabgleich mit Ihnen durchführen. Somit werden die Daten entschlüsselt und Sie werden einen Datensatz einsetzen. Mhm. Eine Frage aber, Sie sind Baujahr 96 in Bockenzeter. Ja, das stimmt. Ich bin noch jung wie eine Tulpe. Sie sind Baujahr 1996, genau. Sind Sie denn berufstätig? Haben Sie denn auch regelmäßigen festen Einkommen, was jeden Monat auf Ihrem Konto überwiesen wird? Ich weiß nicht, ich mache halt eine Ausbildung. Zählt das als berufstätig? Ja, natürlich. Okay. Natürlich, deshalb frage ich auch nach, weil wir, also verstehen Sie mich bloß nicht falsch, dann die Frage stelle, was bekommen Sie da monatlich, Herr Bockenzeter? Ich weiß nicht, ob in meinem Arbeitsvertrag drin steht, dass ich das sagen darf, da müsste ich kurz nachgucken. Nein, ungefähr ist das über 300 Euro ist das über 400 Euro. Wenn Sie meinen Arbeitgeber kennen würden, wüssten Sie, warum ich das nicht sagen kann, aber ich darf nicht mal sagen, bei wem ich arbeite. Natürlich, ich verstehe Sie, also verstehen Sie mich auch bloß nicht falsch, dass ich Ihnen die Frage stelle. Ich möchte auch jetzt hiermit nicht unhöflich werden, nein, um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Weil wir möchten Sie auch nicht finanziell belasten. Die Frage ist nur, weil für die Zeitschrift wird man jetzt zweimal halbjährlich abbuchen, ob Sie auch in der Lage sind, die Summe zweimal halbjährlich bezahlen können, oder wollen wir uns beide für Sie was Günstigeres aussuchen? Ich bin schon in der Lage, das zu bezahlen, ja. Das wird kein Problem sein. Ist das gleich gut, aber ist das über 300 Euro, was Sie bekommen, monatliche Bockenzeter? Das wäre, ich glaube, das ist zu genau. Ich guck mal kurz im Vertrag nach, was da steht, was ich Ihnen sagen darf, okay? Ich habe den hier. So. Was wissen Sie, kennen Sie ja NDA, Non-Disclosure Agreement, ne? Mhm. Sie dürfen ja auch, das hatte Ihre Kollegin zum Beispiel, die hat auch gesagt, dass sie mir ihre E-Mail-Adresse nicht geben kann, weil ich hatte ihr angeboten, einen Teil von meinem Gewinn zu bekommen, weil sie mich so nett behandelt hat. Und da hat sie gesagt, nee, sie sind vom Gesetzgeber-Arbeitsgeber verboten, dass die Daten weitergeben, so wie die E-Mail. Und das habe ich halt auch mit meinem Arbeitgeber. Okay. So, wo ist ein Vertragsgegenstand? Tätigkeit? Also es reicht, wenn Sie auch sagen, wenn es über 300 oder über 400 Euro ist. Ja, ich gucke mal. Sie müssen es auch nicht genau ansagen. Sie verpflichten sich unseren Arbeitsordnungen und den arbeitsmäßigen Bestimmungen sowie den Unfallverhinderungsvorschriften als bindend anzusehen und nichts zu unternehmen, was gegen das Wohl der Firma schädlich wirken kann. Kann es gegen das Wohl der Firma schädlich wirken, wenn Sie wissen, ob ich mehr oder weniger als 300 Euro verdiene? Wissen Sie, nein, wie da die Rechtslage ist? Peter, Sie können mir nur sagen, ob es über 300 Euro ist, was Sie im Monat nicht bekommen. Wenn Sie es nicht genau sagen möchten, ist ja auch nicht natürlich schlimm. Wie gesagt, ich möchte nicht unhöflich werden. Wir möchten Sie nur finanziell nicht belasten. Ja, das deshalb haben Sie ist es schon über 300 mal Euro. Genauso gesagt. Ja, es ist über 300 Euro. Aber ich muss ja nicht sagen, wie viel. Okay, super. Nein. Herr Bockenzeter, die Zeitschrift kostet 59,63 Euro. Diese Summe wird man zweimal halb mir nicht abbuchen. Können Sie das bezahlen oder soll ich für Sie was Günstigeres eintragen? Ich bin in der Lage, natürlich es zu bezahlen. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich immer noch die InTouch bekomme, aber weniger dafür bezahle, wäre das natürlich nett, wenn Sie mich nicht finanziell belasten wollen. Oder wissen Sie, was noch viel besser, wäre? Können Sie nicht einfach den Wert der Zeitschrift von meinem Gewinn abziehen? Weil damit würden Sie mich am wenigsten belasten. Das wird nicht vom Gewinn abgezogen. Das wird von Ihrem Konto abgebucht, Herr Bockenzeter. Ja, aber können Sie es nicht stattdessen also vom ich Gewinn kann abziehen? Geht das? Geht nicht, leider. Oh, schade. Geht leider nicht. Okay. Ich kann hier die Regeln hier nicht ändern. Nee, Regeländerungen sind auch also doof. Ich kann für Sie höchstens die selber machen eintragen für 21,45 Euro, wenn Sie möchten. Was, die sich selber machen? Soll das eine Anspielung auf Masturbieren sein oder was? Das ist das für eine komische Zeitschrift. Okay, aber nicht sowas wie Playboy. Nein. Ja, weil selber machen klingt schon ein bisschen, ne, sexuell. Ja, gut. Oder? Ich meine, an was denken Sie, wenn Sie selber machen hören? Ja, das ist eine Zeitschrift, Herr Bockenzeter. Das ist eine Hobbyzeitschrift. Ja, das ist
selber machen ist bei mir auch ein Hobby. Bei meiner ich Freundin. Kann auch, wie gesagt, Ratgeber von Familie für 20 Euro. Machen Sie den in Touch. Ja. Gut, dann bekommen Sie die in Touch. Es wird zweimal im Jahr halbjährlich abgebucht, Herr Bock und Zeta. Ich hoffe, Sie haben das alles soweit verstanden. Ja, bin ja nicht doof. Gut, dann möchte ich hiermit nur einen Daten, wie gesagt, einen kurzen Datenabgleich mit Ihnen durchführen, wie ich ihn auch erwähnt habe, nochmals auf Sicherheitsgründen. So sehr muss ich mal nachfragen wegen der Datenschutz der Bockenzeta. Dieses Gespräch zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit Dorfrechnet, ist das für Sie auch in Ordnung? Jetzt, Sie waren gerade zweimal kurz eine Sekunde weg. Können Sie es nochmal wiederholen, den Satz? Gerne. Dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit aufgezeichnet. Ist das für Sie auch in Ordnung? Ja. Heute haben wir den 17.03.2016. Sie haben sich mit unserer Mitarbeiterin Frau Braun unterhalten, sich dabei für die Zeitschrift In Touch entschieden. 14 Monate, aber zum Preis von 12 Monaten. Das bedeutet die ersten 12 Monate kostenpflichtig. Bei mir ist der 16.03., weil ich gerade wegen Zeitverschiebung, ich bin gerade im Ausland. Okay, aber heute haben wir den 17.03.2016. Bei mir ist heute der 16.03.2016. Okay, und bei uns ist heute die 17.03., Herr Bockenzeter. Ja, genau. Also, wenn Sie meine Zeit in Ihre umrechnen, ist wäre der 17. Ja, haben Sie recht. Das kann ich so bestätigen. Natürlich. Ja, natürlich haben Sie recht. Ich meine, Sie okay. Was meinen Sie? Wie gesagt, das Gespräch mit unserem Wege, ich wiederhole mich kurz nochmal, Sie haben mich voll durcheinander gebracht. Oh, sorry. Herr Bockenzeter. Also, ich finde aber, das Gespräch hiermit... hier ist voll so auf einer Wellenlänge. Merken Sie das auch? So, genau. Wir verstehen uns voll gut. Mhm. Da redet man halt mal ein bisschen, ne? So ist das. Also ja. Wenn ich normalerweise wäre, ich hätte mich schon länger, wenn ich wirklich länger Zeit hätte, würde ich mich wirklich gerne mit Ihnen unterhalten und so weiter. Das weiß okay, ich Sie das. Können mich bei Facebook, aber wie gesagt, Sie können mich gerne bei Facebook adden. Okay. Das kann ich erst, also ich kann, ich habe auch die Telefonnummer von Ihnen, ich kann Sie auch hier unter diese Telefonnummer nochmal später anrufen. Okay, darauf werde ich bestehen. Aber wie gesagt, jetzt kann ich natürlich nichts machen. Okay, ja, ist auch, kann ich verstehen. Wollen wir jetzt mal endlich die Aufnahme durchdrücken und nicht immer vom Thema abschweifen? Ja, das machen Sie, ich ja nicht, Herr Bockenzeter. Sie lassen sich halt drauf ein. Ja, tut mir leid, ich darf hier nicht unhöflich werden, Herr Bockenzeter. Sie dürfen nicht unhöflich werden? Natürlich nicht, wenn eine Kunde mich, was weiß ich, irgendwas fragt oder, keine Ahnung, sich unterhalten muss, dann muss ich ihn natürlich auf die Fragen beantworten. Ich kann hier nicht sagen, ja, hallo, ich muss jetzt fertig, bla bla und so weiter. Das wäre ja auch unhöflich. Sie können jederzeit hier, natürlich, das meine ich, ja. Sie können jederzeit hier bei mir abhören, ich kann ja auch meine Arbeit hier nicht riskieren. Nee, das wollen wir ja nicht, ne? Arbeitslos ist ja nicht so gut. Gut, dann friert man dauernd. Natürlich nicht, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, gut. Also, wie gesagt, Herr Bockenzeter, ich versuche es nochmals, wie ich ihn noch erwähnt habe, zur Sicherheit. Ja. Dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit aufgezeichnet. Ist das für Sie auch in Ordnung? Ja, ich finde es sogar toll. Heute haben wir den 17.03.2016. Sie haben sich mit unserer Mitarbeiterin Frau Braun unterhalten, sich dabei für die Zeitschrift In Touch entschieden, 14 Monate, aber zum Preis von 12 Monaten. Das bedeutet die ersten 12 Monate kostenpflichtig und die letzten 2 Monate kostenlos. Halbjährlich würde die Zeitschrift Sie 59,63 € kosten. Die Summe wird man von Ihrem Konto abbuchen, aber darüber wurden Sie informiert und waren auch einverstanden. Genau. Ich fand's sogar toll. Sie werden in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihre Unterlagen verbindlich zugesandt bekommen. Diesbezüglich möchte ich Ihre persönlichen Angaben durchgehen. Sollten Sie irgendwelche Fehler bemerken, korrigieren Sie mich. Sie sind persönlich der Herr Olaf Bocken, Zeta, wohnen in Hodersdick 69 in 26969 in Budjadingen. Ihre vollständige Geburtsdatum. Haben Sie gerade Hodersdick gesagt? Mhm. Hodersdick. Ja, Dieck, genau. Genau, Hodersdick. 69 26 96 9 Budjadingen. Genau. Ihre vollständige Geburtsdatum, die möchte ich bitte von Ihnen hören. Ja, 6. September 96. Mhm. Dankeschön. Also 19. Für die Abbuchung der Zeitschrift haben, Dankeschön. Für die Abbuchung der Zeitschrift haben Sie die Sparda Bank Hessen angegeben mit der Bankleitzahl 500 905 00. Kontonummer ist die 310719 und nur die letzten 4 Ziffern möchte ich bitte von Ihnen hören. Oh, das hatte ich vorhin rausgesucht. Die weiß ich nicht auswendig. Warten Sie kurz. Mhm. Das habe ich dir auf meiner Karte. Mhm. Genau, 077. Die letzten 4 Ziffern. Ja. Achso, ja, ein 8 ist noch davor. Mhm. Also 8077. Dankeschön. Wie gesagt, Herr Burgens, wir werden
in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihre Unterlagen verbindlich zugesandt bekommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine schöne Woche. Noch auf Wiederhören. Ja, ich möchte mich auch für das nette Gespräch bedanken. Ich bin heute Abend nochmal weg. Dankeschön. Wie viel Uhr wollten Sie anrufen? Wer wollte anrufen? Sie mich, haben Sie doch gesagt. Sie haben die Nummer da, rufen an. Das ist richtig, Herr Bockenzieher, aber das kann ich ja nicht jetzt machen. Nee, aber nachher. Oder wann sind Sie denn zu Hause? Das dauert noch 2-3 Stunden. Okay. Dann so 21 Uhr? Gut, wie Sie wünschen. Okay, frage ich mich. Schreiben Frau Braun kann sich auch gerne bei Ihnen melden. Aber wie gesagt, Herr Bockenzieher, wir verstehen uns doch viel besser. Wir sind ja voll auf einer Wellenlinie, oder? Das ist richtig, Herr Bockenzieher. Das ist aber bei der Aufnahme mit dabei, das wissen Sie, ne? Das ist okay. Ich habe, meine Freundin hört sich das bestimmt eh nicht an. Ich krieg hier Ärger. Okay, also dann bis 21 Uhr? Bitte? Sie müssen auch die Nummer auf den Zettel schreiben, dass Sie die nicht vergessen. Ich hab die schon, Herr Bockenzieher. Sie brauchen sich keinen Gedanken machen. Also ich mache mir immer Gedanken. Aber wie gesagt, das ist schwer auszustellen. Genau. Aber wie gesagt, Herr Bockenzieher, ich muss mich nochmal wiederholen, weil das darf ich nicht hier bei der Aufnahme haben, sonst kriegen wir von unserer Arbeitsgeber Ärger. Auch von dem Sponsoren, weil das ist was Privates. Ja, okay. Aber sonst hätten Sie ja aufgelegt, wenn ich Tschüss gesagt hätte, oder? Warum soll ich auflegen, Herr Bockenzieher? Ich darf doch nicht sofort auflegen, wenn Sie nicht Tschüss sagen. Nee, ich meine, nachdem ich Tschüss gesagt hätte, wenn ich das jetzt nicht in der Aufnahme gesagt hätte, wann hätte ich es denn sonst sagen sollen? Ja, das haben wir doch schon besprochen, Herr Bockenzieher. Aber nicht die Uhrzeit, oder? Ja, da haben Sie schon recht. Ja, dann ist ja gut, dass es mir noch eingefallen ist. Okay, super. Schön. Herr Bockenzieher. Ja. Ich hoffe, Sie haben das alles soweit verstanden. Wir haben schon alles abgemacht. Ja. Wie gesagt, ich werde Sie nur noch eine Minute aufhalten. Und dann bin ich auch schon fertig, leite das alles weiter. Schön. Und die Dame wird sich, wie gesagt, schon drum kümmern. Ja, danke. Also, wie gesagt, nochmals zur Sicherheit der Bockenzieher. Ich wiederhole mich kurz noch sofort nochmals. Okay. Wie ich Ihnen auch erwähnt habe, aus Sicherheitsgründen. Dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit aufgezeichnet. Ist das für Sie auch in Ordnung? Ja. Heute am 17.03.2016 haben Sie sich mit unserer Mitarbeiterin Frau Braun unterhalten, sich dabei für die Zeitschrift In Touch entschieden. Genau. 14 Monate, aber zum Preis von 12 Monaten. Das bedeutet die ersten 12 Monate kostenpflichtig und die letzten 2 Monate kostenlos. Exakt. Halbjährlich würde die Zeitschrift Sie 59,63 € kosten. Ja. Die Summe wird man von Ihrem Konto abbuchen, aber darüber wurden Sie informiert und waren auch einverstanden. Mhm. Waren Sie dann auch damit einverstanden? Ja, genau. In den nächsten 10 bis 14 Tagen werden Sie Ihre Unterlagen zugesandt bekommen. Diesbezüglich möchte ich Ihre persönlichen Angaben durchgehen. Sollten Sie irgendwelche Fehler bemerken, korrigieren Sie mich. Sie sind der Herr Olaf Bockenzieher, wohnen in Hodersdiek 69 in 26969 Butjadingen. Ihre vollständige Geburtsdatum möchte ich von Ihnen haben, bitte. 8077. Achso. Ihre vollständige Geburtsdatum. Achso, nee, das ist nicht 8077. Sorry. 1969, 6. September. 1996. 6. September. 6. September Dankeschön. 1996. Jo. So. Dankeschön. Für die Abbuchung der Zeitschrift haben Sie die Sparda Bank Hessen angegeben mit der Bankleitzahl 500 905 00. Der Kontonummer ist die 31 0719. Nur die letzten 4 bitte von Ihnen zu hören. Ja, das stimmt, Sparda Bank. Die letzten 4 waren 8077. Stimmt auch so ein. Dankeschön, Bockenzieher. Ja, bitte. Wie ich genau erwähnt habe, werden in den nächsten 10 bis 10 Tagen Ihre Unterlagen verbindlich zugesandt bekommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und eine schöne Woche. Noch auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss, Herr Bockenzieher. Ist die Aufnahme bitte? Jetzt beendet? Natürlich nicht. Ich darf es nicht beenden. Das läuft weiter. Okay, dann, also wenn ich auflege, ist sie beendet. Natürlich. Okay, dann bis nachher. Wollen Sie was fragen? Zwischendrin ist mir eine Frage. Genau, die Kollegin hatte das gar nicht gesagt mit den 14 Monaten. Sie hat nur gesagt 12 Monate zum Vollpreis. Ich wusste gar nicht, dass ich 2 Monate extra kriege. Aber ich habe mal trotzdem ja gesagt, weil ich die Aufnahme... Ach, die extra 2 Monate sind noch kostenlos. Ja, ich habe jetzt mal in der Aufnahme trotzdem dazu ja gesagt, weil ich dachte, das schadet mir ja nicht, oder? Ist das okay? Nein, also 12 Monate sind ja kostenpflichtig. Sie bezahlen ja uns zweimal halbjährlich und plus 2 Monate kostenlos. Ja. Für 2 Monate bezahlen Sie ja nichts. Genau, das meine ich ja. Ich wusste nichts von den 2 Gratis-Monaten. Aber ich habe jetzt trotzdem in der Aufnahme gesagt, dass ich das wusste. Das ist hier nicht so schlimm, weil 2 Monate sind so oder so kostenlos für Sie. Okay, dann ist ja gut. Dann bis heute Abend, ne? Ich habe nämlich eine Überraschung. Gut, bis heute Abend. Ja, ich habe eine ganz tolle Überraschung. Das wird Sie freuen. Was haben Sie denn? Das ist eine Überraschung. Wenn es eine Überraschung ist, dann kann ich es ja jetzt nicht verraten. Sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Ach so. Ja, trotzdem. Sie können mir noch einen Tipp geben, wa? Ein Tipp? Okay. Es wird Sie sehr glücklich machen. Okay, gut. Dann hören wir uns später, Herr Bockenzieher. Ja, bis später, ne?
Gut, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch. Danke auch. Schönen Abend. Danke auch. Danke ebenso, auch. Ebenso, ciao. Ebenso, ciao. Das mit der Überraschung habe ich natürlich nur gesagt, weil ich wusste, dass sie nicht anrufen wird, um sie zu ärgern.